Ja, huhu und herzlich willkommen hier wieder beim Quali. Zack, das Mikrofon nach vorne gezogen. Ha! So, einmal mit Profis arbeiten. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Vampire the Masquerade V5. Ein One-Shot im Rahmen des Nerdpol Spring Break. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, ich verlinke euch, wenn ihr das auf YouTube später guckt, unten auch die ganzen Links zum Nerdpol Spring Break, eine Aktion, einen ganzen Monat lang Rollenspiel-Content und alles dreht sich um Spring Break, also um Frühling oder um Auszeiten oder um diese tolle amerikanische Tradition, kann man das Tradition nennen? Ich merke gerade, hier ist es halt aus. Ruckelt gerade ein bisschen alles hier so. Ja, jetzt nicht mehr. Gut. So, ich hoffe, wir sind zu hören und zu sehen. Und mit mir heute dabei der Mithrandir als Diego. Und zack, verschwand er. Da hat er sich wieder verabschiedet. Er läuft. Da ist er wieder. So. Ja. Audi. Genau. Diego ist ein Toreador. Dann haben wir Rerion, der spielt Ronan, den Tremere. Hey. Wird heute sehr viel Rouse-Tests machen müssen. Ja. D-Rex als Joao Fernandez. Da, ich glaube Silva, ne? Das Silva oder sowas noch, ne? Ja. Ein Gangrel. Und Feder spielt Jelly und ein Thinblatt. Gute Nacht. Ja, sagt man doch so, ne? Stimmt, gute Nacht, ja. Ja, wir spielen, wie gesagt, Vampire the Masquerade in der 5. Edition. Ein kurzer Disclaimer vorneweg. Vampire the Masquerade handelt von, Vampiren und der World of Darkness, die natürlich, wenn man sie so bespielt, wie sie, glaube ich, gedacht ist, nicht davon fluffigen Blumen und Plüschtieren, die über Wiesen hoppeln oder sonst irgendwelchen Panda-Bären oder so handelt, sondern sich mit finsteren Dingen und bösen Sachen befasst. Deswegen werden wir das heute auch thematisieren vielleicht. Ich bin mir noch gar nicht sicher, was wir genau machen. falls ihr irgendwas in dem Stream seht, was euch irgendwie angreift, anfasst oder so, einfach ausmachen und was anderes gucken. Quält euch nicht selber. Ja. Und denkt daran, wir spielen hier ein Spiel. Das heißt, ich und meine Spieler verkörpern Rollen. Das heißt, nicht das, was wir hier bespielen, ist nicht unsere eigene Meinung und nicht das, was wir machen würden, sondern das, was unsere Rollen machen. Immer ganz wichtig zu wissen. So, Veramin wünscht uns viel Spaß. Dankeschön, dir auch. Ich glaube, du musst ja gleich irgendwelche Seeschlangen jagen oder so. Und wir starten. Wir befinden uns im Jahre 2000, ich sag einfach mal 2018 noch, ein bisschen in der Vergangenheit spielen, ja, in einem kleinen Städtchen an der Grenze von Mexiko, auf der Seite von Mexiko, in ein mexikanisches kleines Städtchen. Ich habe mir hier rausgeschrieben, wie es heißt Ojinaga, ja, es hat einen Namen, und in Ojinaga, leben zumindest mindestens drei Vampire, die sich gerade, die auch gar nicht so alt sind, glaube ich, und die sich gerade ziemlich in die Hose machen vielleicht, weil sie nämlich von der örtlichen Harpie persönlich von zu Hause abgeholt wurden und das zweite Mal in ihrem Unleben vor dem Toren des Prinzenpalastes stehen. Ein klassischer Start für eine Vampire-Geschichte. Die drei kennen sich gar nicht. Oder vielleicht haben sie sich schon mal gesehen, irgendwie, aber sonst. Ja. Einer nach dem anderen wurde in die große Limousine verfrachtet. Vielleicht habt ihr euch in der Limousine schon gegenüber gestanden, gesessen, euch da schon komisch angeguckt, vielleicht da auch schon miteinander geredet. Aber nun sitzt ihr in dem großen, in der großen Halle, in einer Wartezone des Prinzenpalastes.
die Harpie hat euch verlassen und euch um war das Warten gebeten. Und jetzt könnt ihr euch mal, euch und den Zuschauern mal beschreiben, wer ihr denn da gerade seid und wie ihr aussieht. Ich denke, wir beginnen mal mit dem Raucher. Ja, also meine Wenigkeit ist total begeistert davon, von der Harpie abgeholt zu werden. Und zu sein, das ist ja eine unglaubliche Ehre. das Erste, was er dann gemacht hat, war die Kippe wegzuschmeißen. Also der gute Ronan ist von mittlerer Größe, mittlerer Statur. Trägt normalerweise eine schwarze Jeans mit Cowboystiefeln, bordeauxrotes Hemd, schwarze Weste, schwarze Krawatte, einen dunklen Hut. Und bereits aus dem Hemdkragen gucken Tätowierungen raus und würde er die Ärmel hochkrempeln, wird man weitere Tätowierungen sehen. Man ist über und über tätowiert. Guckt meistens recht neugierig und offen in die Welt und spielt gelegentlich, gerade wenn er nervös ist, was jetzt mal wieder der Fall ist, mit irgendwas unter seinem Hemd herum. Also so. Weil er kann ja jetzt gerade nicht rauchen, was zwar keinen Sinn macht, aber ja. Guten Ronan gegenüber sitzt Joao, ein ziemlich großer, breiter und muskulöser, braungebrannter Mann. Unter seiner Baseballkappe sieht man noch so den Ansatz von sehr, sehr kurz geschorenen schwarzen Haaren. Kinn- und Oberlippenbart. An seinem Nacken sieht man ebenfalls wie beim Ronan einige Tätowierungen. Die ziehen sich über die Schultern bis über die Oberarme und auch den Brustbereich. Er trägt einen schwarzen Tanktop und eine Camouflage-Baggy-Hose. Und er sitzt da ziemlich verwundert, was denn so Wichtiges sein kann, weil er eigentlich gerade eine große Menge Drogen verkaufen wollte. Tja, Diego, wo sitzt du? Neben dem Tremere oder neben dem Gangrel? Ich sitze eher neben dem Joao, der passt vom Hauttyp eher etwas besser. Bin auch so Latina-braun. Lauf für meine Verhältnisse ziemlich seltsam herum, meistens mit einem Cowboy-Hut, so einer Lederjacke mit einem Hemd, so einem braunen Hemd, braune Lederjacke. Tatsächlich auch so, meistens so eine braune Fransenlederhose und auch Cowboystiefeln, also das passt irgendwie nicht so ganz ins Gesamtbild. Und wenn er nicht gerade in so einer seltsamen Situation ist, hat er auch meistens eine Gitarre dabei. Ja, und er ist gerade aktuell etwas verwundert, vielleicht etwas, naja, nervös, warum er denn überhaupt jetzt hier ist. Ja, man, ihr habt alle einmal schon vor dem Prinzen gestanden, als ihr gerade mit eurem Sire das erste Mal da wart. Da war aber noch euer Sire dabei und hat für euch gesprochen, euch vielleicht ein, zwei Sätze sagen lassen. Man hat euch eingebläut, jedes Mal, wenn man zum Prinzen berufen wird, hat das entweder ist das total gut und oder total schlecht. Was denkt denn Ronan, was eher zutrifft? Ist das jetzt total gut für Ronan oder total schlecht? Hat Ronan sich irgendwas zu Schulden kommen lassen in letzter Zeit, wo er jetzt denkt oder so? Da Ronan ein Experte ist in Scheiße bauen und seinen Erzeuger nicht sonderlich mag und der ihn auch nicht, weil das mehr so eine notgedrungene Geschichte war,
Könnte er sich schon vorstellen, dass sein Erzeuger ihm vielleicht was in die Schuhe geschoben hat und ihn loswerden will. Mhm. Oder dass er jetzt irgendeinen Mist ausbauen muss, den sein Erzeuger verzapft hat, weil das ist ja dann so lustig, den Mist von anderen wegzumachen. Also er rechnet eher mit was richtig Schlimmem, ja. Also ist er wahrscheinlich auch hibbelig und rutscht ein bisschen auf dem Stuhl hin und her, gerade weil er auch nicht rauchen kann. Ja, spielt die ganze Zeit mit irgendwas hier drunter. So. Ja. Nee. Ja, wie sieht das bei Joao Fernandez aus? Das Schlimme ist, ich habe ihm den Namen gegeben, das ist fürchterlich. Joao denkt tatsächlich Ähnliches, dass da jetzt keine Kleinigkeit wartet, allerdings nicht, weil er etwas ausgefressen hat, sondern eventuell tatsächlich seine Sire, denn von der guten Missy hat er jetzt schon eine ganze Weile nichts mehr gehört und weiß jetzt auch gar nicht, was die so treibt. Mhm. Und wie sieht das bei Diego aus? Ja, eigentlich ist er sich auch nicht so ganz sicher, warum er jetzt eigentlich hier ist. Der verbricht ja nichts. Ich meine, der Trell hat ein paar Mal in irgendwelchen Kneipen unter Umständen mal. Aber so richtig illegale Sachen macht er jetzt nicht. Mhm. Ist er jetzt gar nicht imstande dazu. Also. ja, aber die Stimmung ist dann auch schon eher so nervös. Ja, also, na, kann ja nur was Schlechtes sein. Kann ja nur was Schlechtes sein, ja. Ihr wisst, dass der Prinz der Stadt ganz traditionell ein Ventru ist. Dass der Prinz noch gar nicht so lange Prinz dieser Stadt ist, denn diese Stadt war früher wie viele Städte in Mexiko Sabbatgebiet. Und erst ist ja... Als der große blutige Ruf ausging und die ganze Sache mit der zweiten Inquisition war, hat die Camarilla die Initiative ergriffen und hat diese Stadt erobert. Aber das war alles noch, bevor ihr zum Vampir geworden seid. Ihr kennt das nur aus den Erzählungen, entweder eurer Sires oder von anderen Vampiren. Und in dem Moment geht halt die große doppelflügelige Tür mit einem Quietschen auf. Ihr schaut in einen großen Raum von elektrischen Kerzen erleuchtet. Sehr viel Gold, sehr viel Samt, sehr protzig. Die Möbel halt glänzend. Ist ein langer Tisch aufgebaut, auf dem allerlei versilbert oder so vergoldetes Geschirr steht. Leicht ist, man sieht in der einen Ecke des großen Raumes von dem Kandelaber an der Decke erleuchtet eine kleine dreiköpfige Band, also ein Klavier, Kontrabass und eine Sängerin, die ein bisschen Musik erschallen lassen, sobald die Tür aufklappt. An dem großen langen Tisch sind wirklich nur vier Plätze, also bestuhlt. Der eine ist ein großer Thron am Kopfende des Tisches, auf dem der Prinz wahrscheinlich sitzt. Zumindest erkennt ihr ihn wieder. Er hat ein langgezogenes Gesicht mit einem ausladenden Oberlippenbart, gezwirbelt nach oben. Feinste Klamotten, feinster Zwirn, der seinen Körper umspielt. Drahtig sieht er aus. Eine akkurate Seitenscheitelfrisur. Und er sitzt irgendwie auf dem Thron, hat das Kinn ganz nach oben gerichtet. Hinter ihm stehen noch zwei weitere Gestalten, die ihr noch nie vorher gesehen habt. Eine Frau und ein Mann. Wahrscheinlich Diener oder so. Also je nachdem, sehen sie ein bisschen danach aus. Ja, und man erwartet, dass ihr den Raum betretet und euch wahrscheinlich dann hinsetzt? Oder wie macht man das denn jetzt nochmal? Ihr wart ja noch nie so richtig hier. Wie war das damals, als ihr mit eurem Sire hier wart? Da war das irgendwie anders. Ja, mein Sire ist ja ein sehr traditioneller Typ gewesen. Oder ist noch? Ich weiß es ja gerade nicht.
Und bevor jetzt noch eine peinliche Stille entsteht, oder was noch peinlicheres. Ja, die Stille kann ja nicht, es wird ja die Band spielt, ja. Ne? Ja. Würde Ronan dann einfach halt vorgehen, quasi auf den Tisch zutreten, sich mal kurz umsehen, ob irgendwo noch jemand versteckt ist, quasi in den Schatten lauert. Mhm. Ist halt und letztlich ein sehr misstrauischer Typ. Hast du denn die Fähigkeit dafür? Hast du, ich guck gerade mal auf deinen Charakterbogen, du hast Auspacks, hast du nicht. Du hast keinen Sense the Unseen. Nein, ich habe nur erhöhte Sinne. Ja, damit könnte man keinen verdeckten Nosferatu aufdecken. Nee, das ist richtig. Mhm. Aber er war sich jetzt auch nicht ganz sicher, wie das mit Disziplinanwendung überhaupt war. Also wird er sich einfach auf seine normalen Sinne verlassen. Ja, wie versuchst du denn, Leute wahrzunehmen, die sich verstecken? Er wird einmal seinen Blick schweifen lassen, sonst wird er das Interieur bewundern. Mhm. Und dann einfach mal gucken, ob zum Beispiel sich irgendwo ein Schatten verräterisch abbildet, der da eigentlich von dem Möbelstück, was da stehen sollte, nicht hingehört. Also quasi sowas. Ja, dann würfel doch mal Wits und Awareness. Ha! Ich sag mal, weil du ja kannst deine ich weiß gerade nicht auswendig, wie die Heightened Senses funktionieren. Hast du das mal rausgesucht? Sonst müssen wir es gerade nochmal nachgucken. Ich werde den Auspacks mit drauf. Genau, auf diesen Wert kriegst du den Wert in Auspacks noch drauf. Aber ich sag mal, du brauchst 4 Erfolge, damit du irgendwas wahrnehmen kannst. Ja, ich guck mal schnell, ob der was kostet. Ich glaube nämlich nicht. Nee, gut, ja. Ich mache mir mal währenddessen das Regelbuch immer auf. Man könnte, 4 Erfolge sagst du, ne? Ja, brauchst du mindestens, genau. Mhm. So. Du bist bei Hunger 1. Du hast auf jeden Fall schon mal 4 Erfolge durch die Doppelzehn. 5, 6 Erfolge. Ja. Im Moment, nee, 2 durch die 10. 2, 4, doch 4, 5, 6. Jawohl. Okay. Ja, dann blickst du dich um und versuchst darauf zu achten, ob irgendwo ein leerer Stuhl steht, ob irgendwo ein Vorhang vielleicht ist oder so, wohinter sich jemand verstecken könnte. Versuchst über die Musik hinweg vielleicht irgendwelche Geräusche wahrzunehmen, die da sind. Und du bist dir nicht sicher, aber irgendetwas ist hier noch in dem Raum. Mhm. Ja. Kannst es nicht fassen, nicht fixieren. Weiß nicht genau wo, aber zumindest da stehen mehrere leere Stühle noch an der Wand. Und auch, es sind so bestimmte Eckchen auch mit Vorhängen abgezogen. Da könnte sich Leute hinter verbergen. Deine Gefährten, die rechts und links neben dir stehen, irgendwie leicht nervös, machen leider auch Geräusche, die deinen Versuch irgendwie auf Geräusche zu achten, etwas niederdrücken. Ja, ganz besonders die Cowboy-Stiefel. Er wird dann, also quasi still in sich hineinseufzen, dann halt noch ein paar Schritte auf den Stuhl, also quasi auf den Tisch zumachen, dann so etwa 2 Meter vor dem Stuhl stehen bleiben. Mhm. Und eine Verbeugung machen. Okay. Was machen die anderen? Ja, Schweiz? Zuerst. Ja, ich bin auch so, also so in diese ganze Umgebung, ja, diese Leute, die da an den Instrumenten sitzen, an der Musik. Sehr schön. Bin da ein bisschen abgelenkt und nehme aktuell gar nicht so, nehme so einige Momente gar nicht so richtig wahr, was ansonsten um mich so rum passiert. Und nach einiger Zeit bewege ich mich dann auch so zu einem der Stühle hin und mache dann auch so eine leichte Verbeugung und würde mich dann auch setzen. Mhm. Ich weiß tatsächlich vom letzten Mal eigentlich nur, wie es nicht funktioniert, weil die gute Missy da ein richtig schlechtes Vorbild war und auch so
Füße auf den Tisch gelegt hat und dergleichen. Und deshalb würde ich den guten Diego und den guten Ronan einfach mal imitieren und nach vorne gehen, mich verneigen und dann hinsetzen. Mhm. Ja. Dann werden die beiden, die hinter dem Stuhl vom Prinzen standen, werden sich nach vorne bewegen, neben den Stuhl, werden eine einladende Setzgeste machen. Dann, erst dann würde ich mich hinsetzen. Mhm. Ja, ich habe mich wohl schon gesetzt. Ja. Die Frau von den beiden erhebt das Wort. Willkommen, Ronan, Diego und Joao. Ich nehme an, ihr wisst nicht, warum wir euch hierhin bestellt haben. Wenn ich ehrlich sein soll, nein. Kopfschütteln. Unsere kleine Stadt ist ein kleines Problemchen, denke ich mal. Und wir suchen Leute, die nun ungebunden sind und interessiert sind an einem sozialen Aufstieg in unserer kleinen Stadt. Ich hörte davon, dass ihr interessiert daran seid, einen sicheren Haven zu bekommen. Ja, ich nicke. Sehr wohl, Miss. Ist nicht verkehrt. Nun, diese Vergünstigung wird euch der große Blue Eyes. Und in dem Moment schlägt der Prinz erst die Augen auf und ihr seht wirklich, dass seine Augen wirklich blau leuchten, also zumindest blau leuchten zu scheinen. Und die unendliche Güte besitzt euch mit einem Bezirk auszustatten, in dem ihr jagen und ungestört wohnen könnt. Wenn ihr eine kleine Aufgabe löst. In letzter Zeit verschwinden auf merkwürdige Weise immer mehr unsere Art. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt. Inwiefern verschwinden? Nun, sie kommen nicht mehr zu ihren Bezirken. Sie jagen nicht mehr, sie nehmen nicht mehr am Elysium teil. Es ist, als würden sie aus der Stadt verschwunden sein, ohne die Einverständniserklärung von Blue Eyes. Gibt es Spuren, die sie hinterlassen? Wir haben diese Sache natürlich untersuchen lassen und die Spuren führen auf ein Unternehmen hin, das nun schon lange in dieser Stadt operiert und sich mit Partys beschäftigt. Sie kennen vielleicht die alljährliche Tradition des Partybusses, der an der Grenze entlang fährt, meistens mit angetrunkenen Studentinnen und Studenten aus Amerika. Wer hat noch nicht davon gehört? Der über Rons Gesicht huscht und Schatten. Ich guck links zu Ronan, schätze ihn nicht so ein, verdreh die Augen. Bin mir nicht sicher, ob das für alle gilt. Auch in diesem Monat sind wieder die Studenten unterwegs und der Partybus ist wieder im Einsatz, je Tag für Tag. Natürlich haben wir das untersuchen lassen von geeigneten Kindern. Und es wurde festgestellt, dass einige der Studenten äußerst ungewöhnlich sich verhalten, nachdem sie in diesem Bus gewesen sind. Inwiefern ungewöhnlich? Man munkelt, es gäbe eine neue Droge im Umlauf.
Ich denke, da gibt es Leute unter euch, die sich da besonders gut auskennen. Hab ich von so einer neuen Droge im Umlauf schon mal gehört? Würfel doch mal auf, wie möchtest du, das versuche ich daran zu erinnern, ne? Intelligence und, was, biet mir mal was an, was kommt denn mal, Streetwise vielleicht? Ja. Das könnte ich sogar auch versuchen, aber... Du könntest, wenn du möchtest, kannst du dein inneres Tier halt benutzen, um deine Würfel zu buffen und deine mentale, deine Intelligenz um einen Punkt zu steigern. Dann müsstest du aber reizen und musst das Tier halt hervorholen und ihm sagen, hey, Tier, ich brauche mehr Intelligenz, mach mich mal schlauer. Das würde ich tatsächlich mal versuchen. Ja, dann würfel zuerst mal einen W10. Und wenn du einen Erfolg hast, ist für alles in Ordnung. Wenn nicht, dann natürlich nicht bei T-Rex. Ja. T-Rex, also Joao konzentriert sich kurz, geht in sich, merkt dieses innere Tier, diesen Dämon, der in ihm wohnt, und greift auf die dämonischen und tierischen, vampirischen Kräfte zu, die seine mentale Stärke, seine Konzentrationsfähigkeit unterstützen, öffnet wieder die Augen und hat einen Hunger mehr. Weil das Tier nach oben rutscht und aber den Punkt mehr habe ich jetzt für Intelligenz trotzdem, den, ne? Hast du trotzdem. Das ist ein Erfolg. Ja, mit einem Erfolg weißt du natürlich, dass es immer mal wieder neue Drogen gibt vor Ort. Aber jetzt gerade in letzter Zeit hast du jetzt, also kennst dich ja wirklich schon aus eigentlich. Du bist ja auch so Drogendealer und so. Aber so ein richtig, was hast du da nicht mitbekommen? Dass es da jetzt eine ultra neue Droge gibt. Was du wohl mitbekommen hast, ist, dass es tatsächlich mehr, also dass diese Firma, von die Repräsentantin des Prinzen sprach, dass die tatsächlich in Drogengeschäfte verwickelt sind. Das weißt du. Also, diese Firma ist schon in Drogengeschäfte verwickelt. War jetzt ein wirklich neuen heißen Scheiß, ist mir keiner bekannt. Ja. Wir vermuten stark, dass sie aus vampirischem Blut eine Droge gemacht haben. Für die Sterblichen. Ronan bewegt sich so ein bisschen unruhig. Ja, also sie fixiert dich auch an der Stelle. Mit dem Blick. Konnten wir ein entsprechendes Exponat sicherstellen? Das nicht. Aber der Sheriff hat vor 2 Tagen in einem der Gebäude dieser Firma einen von uns entdeckt, mit Nadeln in den Venen. Ausgeblutet fast bis zur Starre. Nicht gut. Er konnte uns leider nicht mehr viel sagen. Er ist verrückt geworden. Obwohl, vielleicht war er das vorher schon. Er war Clan des Halbmonds, ihr wisst. Zumindest ist aus ihm kein vernünftiges Wort herauszukriegen. Das Einzige, was er immer wieder wiederholt, ist das Wort Bus. Deswegen, nun, nehmt es nicht übel, aber Blue Eyes in seiner unglaublichen Güte und seiner Weisheit hat entschieden, 3 Vampire, die nun entbehrlich sind, zu schicken, um diese Dinge inkognito zu untersuchen. Was geht in diesen Bussen vor?
bei diesem entbehrlich zieht Joao seine Augenbrauen hoch und beginnt ein bisschen mit seinen Knöcheln zu knacken. Ja, der Mann, ja, der Mann, der bis jetzt noch nicht geredet hat neben dem Prinzen, nickt ganz kurz in deine Richtung. Diego wollte gerade was sagen. Ja, bei mir verzieht sich auch so ein bisschen das Gesicht, aber das, was der wagt, das lasse ich lieber. Aber Ronin zeigt sich ja, ja, war ja klar. Zwischendrin schweift aber der Blick auch immer mal wieder irgendwo anders hin. Ne? Diese ganzen wundervollen Einrichtungsgegenstände und auch die Kleidung. Ja, der Mann geht nach vorne, hält dabei Joao nicht aus dem Blick und nimmt tatsächlich aus der Hand des Prinzen, der kurz in sein Jackett gegriffen hat, drei goldene Tickets hervor. Und läuft die ganzen langen Weg an diesem langen Tisch entlang und gibt jedem von euch eins dieser goldenen Tickets für den Partybus. Ich nehme es mir und steck's mir dann so in die Jackentasche. Ich hoffe, ihr findet heraus, was es damit auf sich hat. Und nun geht. Ihr habt sichere Vorbereitungen zu treffen. Zumindest hofft Blue Eyes das. Ronan steht dann auf, nickt den beiden, nickt der Dame zu, tritt dann hinter den Stuhl, geht dann wieder ein, zwei Schritte zurück und verbeugt sich dann nochmal in Richtung des gesamten Ensembles. Mhm. Aber dann recht beschwingt den Raum verlässt. Man könnte meinen, angepisst. Ja, ich stehe auch auf. Ja, die Blicke gehen immer mal wieder so zu den Leuten an den Instrumenten und die Musik. Und, ja, so leichtes Easy Listening. Ja, und dann werde ich aber auch in dem Fall ohne eine Verbeugung dann den Raum verlassen. Auf diese goldenen Tickets ist tatsächlich in so regenbogenartiger Schrift Partybus drauf gedruckt. Und das Datum von morgen und ja, sonst eigentlich gar nichts. So ein kleiner Strichcode ist noch drauf. Aber ich lasse euch mal ein bisschen grübeln, während ihr da vor allem irgendwie das Prinzengemach verlasst und geh mal zu Jelly rüber. Jelly ist eine ganz andere Fritte gerade. Jelly hat gerade, was macht Jelly generell so in ihrem Leben und wie sieht sie aus für die Zuschauer und was macht die so? Jelly geht's gerade ausgesprochen gut. Die liegt auf einem frisch gemachten Bett, hatte sie schon lange nicht mehr. Frisch geduscht hatte sie noch länger nicht mehr. Und ist eigentlich sehr zufrieden mit sich, weil sie vor kurzem unverhofft zu Reichtum gekommen ist. Nicht unbedingt, weil sie hart gearbeitet hat, sondern weil sie sehr gut da drin ist, Dinge zu akquirieren, die vorher nicht in ihrem Besitz waren. In diesem Fall war das ein Rucksack von irgend so einem reichen Schnösel, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sie jetzt einen neuen schicken Rucksack, mehrere hundert Dollar in einem schicken Lederportemonnaie und ein neues Handy. Ist das nicht toll? Also, das ist doch mal, also, manchmal muss man sich auch selber beschenken, ne? Geschenke sind wichtig und sorgen fürs Wohlbefinden und, ja. Und dieses komische goldene Ticket mit diesem regenbogenfarbenen Dingens drauf. Ja. Auf jeden Fall hatte Jelly zum Zeitpunkt ihrer Umwandlung lila Haare und irgendwie kriegt sie seitdem keinen Ansatz mehr, was cool ist, aber naja, also ich arbeite daran, vielleicht auch noch irgendwie irgendwann mal eine andere Farbe hinzubekommen, aber kommt Zeit, kommt Rat. Ich bin eh im Moment maximal verwirrt über einige Dinge, weil ich weiß nicht, mir ist vor kurzem was passiert und das war nicht gerade erleuchtend. Ja, und seitdem bin ich, naja,
obdachlos war ich vorher schon eigentlich, aber jetzt bin ich auf der Flucht. Vielleicht, ich weiß es nicht. Also eigentlich bin ich auf der Suche. Ich suche jemanden. Und zwar suche ich, ja, eine Freundin. Und zwar die Freundin, die etwas mit mir gemacht hat. Was genau hat sie nicht wirklich gesagt? Sie hat nur gesagt, dass ich jetzt kein Mensch mehr bin. Und, ja, aber auch nicht wirklich so wie sie, was auch immer das heißt. Und dass ich mich von ihresgleichen fernhalten soll und noch einige andere komische Dinge und dass sie jetzt verschwinden muss, weil sie verfolgt wird und ich werde wahrscheinlich auch verfolgt, sollte man von mir wissen. Und deswegen soll ich eine Weile den Kopf unten halten und sie wird mich schon finden. Also, ja. Und seitdem bin ich unterwegs. Also. Ist unterwegs. Was machst du denn mit diesem goldenen Ticket, was auch in dem Rucksack drin war? Ja, also das ist wohl ein Bus. Ich habe hier mich mal in dem Örtchen umgehört, nachdem ich dann irgendwann morgens angekommen bin mit dem Bus. Die haben wohl gesagt, das ist ein Bus, der an der Grenze entlang fährt. Das fällt unter das Motto unterwegs. Also, Ich habe schon lange nicht mehr gefeiert. Also ich stelle mir ein schlechteres Versteck vor als unter besoffenen Studenten. Ja. Das sollte eigentlich ganz, ganz gut kommen, vor allem mit den diesen komischen Gelüsten, die ich seit neuestem habe. Ja. Komische Gelüste. Nach? Brolumenkohl. Nein, nicht so richtig. Das hat merkwürdigerweise sehr viel mit menschlichem Blut zu tun und Dingen, die es mit mir anstellt oder die ich damit anstelle. Es ist, wie gesagt, alles sehr verwirrend. Ich habe schon überlegt, Tagebuch zu führen, einfach mal, um über meine Gedanken klar zu werden. Allerdings bin ich schreibfaul. Vielleicht auf dem Handy. Wer weiß. Ja, gut. Dann wissen wir jetzt auch Bescheid, was Jelly so macht und schwenken wieder zurück zu Ronan, Diego und Jao. Die denn sich wieder im Vorzimmer zurechtfinden. Also sobald Ronan dann raus ist, kommt in seine Tasche und steckt sich eine uralte gammelige Kippe in den Mund. Hast du auch eine für mich? Oh, gerade in seiner Brusttasche eine unglaublich widerliche mexikanische Zigarettenmarke, die eigentlich keiner, der auch nur einen Funken Geschmack hätte, rauchen würde. Nehme ich. Ja. Wir machen das mal stellvertretend für, also Vampire, wenn zum Rauchen muss man die Lungenfunktion ja wiederherstellen. Deswegen einmal ein Rouse-Test für beide, wenn ihr rauchen wollt. Und direkt mal einen Rötschreck hinterher. Weil ihr ja eine Zigarette vor kurz vorm habt. Da musst du einmal erklären, wie das genau funktioniert. Ja, mach erstmal deinen Rouse-Test. Wo finde ich das? Einen W10 würfeln und einfach einen Erfolg schaffen oder nicht. Ah. Wenn nicht, dann kriegst du Hunger. So oder so wirst du deine Lungenfunktionen wiederherstellen können, aber. Jo, du hast einen Punkt Hunger mehr und dafür aber jetzt Lungenfunktion. Und Ronan? Ah ne, umgekehrt, ne? Das war jetzt eben... Genau. Ronan hat Hunger und Diego hat gerade gewürfelt. Du hast aber, glaube ich, die 3D-Würfel nicht angestellt. Kann das sein? Oben auf das Zahnrad klicken in Row 20. Ah, da. Ja. Aber auf jeden Fall hat er einen Erfolg gewürfelt, das heißt, dein Hunger steigt nicht. Und du kannst auch so, jetzt einmal offene Flamme kurz vor eurem Gesicht. Das ist einmal Willpower plus ein Drittel eurer Menschlichkeit abgerundet. Und ich sag mal,
Die Erfolge, mal gucken wir mal, was könnte man da... Willpower plus was? Plus ein Drittel eurer Menschlichkeit abgerundet. Terror Frenzy, ich sag mal, ein Erfolg reicht mir da erstmal. So, aber dann haben wir erstmal den Rerun der 5. Kettner auch hat das. Ja, und nochmal 3 Erfolge hinterher. Ja, perfekt. Kein Problem. Nicht wegen einem Feuerzeug, sondern wegen einer offenen Flamme direkt vorm Gesicht, Lucky Lecano, ja. Ich dachte, ich reiz es heute mal aus. Ja. So. Feuer ist gefährlich für Vampire. Und du bist also El Mariachi, ha? Huh? Guck mal so auf den Gitarrenkoffer. Ja, ich bin Country-Sänger. Noch schlimmer. Oh, ey. Auch ein bisschen Rock. Je nachdem. Und entbehrlich. Ja, du auch. In dem Moment, wo ihr beide nochmal entbehrlich sagt, drehe ich mich zur Wand und hau da einmal wütend und vor mich mummelt entbehrlich gegen. Ich glaube, er hatte ein kleines Problem, kann das sein? Das kann auch eine gute Methode zur Aggressionsbewältigung sein. Oder er mag die Wandfarbe nicht. Ja, könnte auch sein. Joao, ha? Huh? Ja. Tja. Willkommen im Club. In welchem Club? Tja, entweder der Party People, der entbehrlichen Party People. Such dir was aus. Du kannst es dir aussuchen, ja. Ich bin alles nur nicht entbehrlich. Ja, sollten wir vielleicht woanders erörtern. Nicht gerade da, wo wir noch Ohren haben. Ja. Ron schickt sich dann an, erstmal das Gebäude zu verlassen. Ebenfalls. Und schön am Zigarette qualmen. Ja, die Frage ist jetzt, wollt ihr noch irgendwelche, ohne das jetzt noch weiter zu vertiefen, irgendwelche Vorbereitungen treffen, bevor ihr am nächsten Tag den Partybus besteigen sollt? Also Roland würde sich nochmal über das Unternehmen bzw. den Bus informieren und auch mal ein bisschen gucken, ob er irgendwelche Berichte findet, dass sich Leute da komisch benommen haben, also Recherche betreiben. Und sich abends noch eine Blutkonserve organisieren. Damit man nicht total, hungrig wird er sich quasi voll machen, damit er nicht gezwungen ist, von Studenten irgendwie unterwegs unbedingt trinken zu müssen. Hast du denn Blutkonserven zu Hause quasi? Oder möchtest du jagen gehen? Ich gehe mal davon aus, dass er auf jeden Fall was zu Hause hat. Er organisiert sich daher gern was über seine Polizeikontakte. Okay. Ja. Gut. Ja. Gestehe ich dir zu. Kannst du deinen Hunger wieder senken. Ansonsten macht Ronan nichts. Sagt Recherche. Wenn ich da was würfeln soll, sag es, falls er Recherche über was? Genau. Den Partybus, beziehungsweise das Unternehmen, also was man darüber rausfinden kann und auch ungewöhnliche Vorkommnisse im Zusammenhang mit dem Bus, beziehungsweise Passagieren. Ja, und über verschwundene Vampire wird man ja wohl nichts finden. Intelligence und Investigation. Ja, das habe ich schon fast mir gedacht. Ja.
Das sind 3 Erfolge. Mhm. Gut, mit den 3 Erfolgen kriegst du raus, dass der CEO quasi des, des Unternehmens, die für den Partybus zuständig sind, ist ein gewisser, Moment, Farid Mendez. Aha. Und ja, das Unternehmen gibt es schon länger. Die machen nicht nur den Partybus, die machen auch alle anderen möglichen, so Catering-Zeug auch und so. Mhm. Und du findest halt auch heraus, was Joao, der hätte ja auch eben schon sagen können, dass diese Firma so unter der Hand auch dafür bekannt ist, mit Drogen zu dealen und enge Kontakte halt auch hat zur örtlichen Gängerszene. Mhm. Ja, die kenne ich auch. Dieser Farid Mendez war wohl irgendwann mal ein guter, also war wohl mal, oder ist es noch, da schweigen sich deine Quellen so ein bisschen aus oder widersprechen sich ein Drogenbaron. Das würde mich jetzt hier auch nicht wundern. Ja. Genau, das findest du heraus. Was macht Diego? Das mich auch. Ja, so weit wie Bluttransfusion oder so, da denke ich gar nicht dran. Ich packe mir im Endeffekt so mein Hab und Gut zusammen, das ist nicht sonderlich viel. Mhm. Ja, Gitarre, E-Gitarre, bisschen was anderes. 2 Gitarren auf dem Rücken. Wechselklamotten. Ja, und ansonsten. Ja. Nichts, denkt er da schon nicht viel weiter. Recherchieren, der hat nicht mal einen richtigen Rechner. Ist ja auch gefährlich, so als Vampir, sich im Internet zu bewegen. Ja, zumindest hat er das Ding seit 3-4 Jahren schon nicht mehr angeschaltet und davor war es schon 10 Jahre alt, also das Teil läuft wahrscheinlich noch unter Windows XP. Mindestens. Ja. Ja, nee. Aber ansonsten macht er sich da nicht so viele Gedanken. Gut. Dann einmal noch der Joao. Ich würde tatsächlich, das hat mich zwar so die letzten Monate nicht so ganz gekümmert, aber wenn ich jetzt so höre, dass Vampire verschwunden sind, würde ich mal versuchen, ein bisschen was über den Verbleib von Missy, meiner Sire, herauszufinden. Und wenn ich sowieso schon irgendwie draußen unterwegs bin, auch gleich mal mir was zu trinken organisieren. Also du möchtest jagen gehen. Wie jagt denn Joao? Er pickt sich erstmal ein Opfer raus, von dem er auch ziemlich sicher ist, dass der gerade nicht ganz da ist, also irgendwelche Substanzen zu sich genommen hat, verfolgt das dann erstmal so eine Weile, bis er dann in einem günstigen Moment es von hinten dann beißen kann. Okay, mach mal einen Strength plus Brawl-Check zum Jagen. Zwei Erfolge. Du hast mal Glück gehabt. Ja. Ja, also du findest ein geeignetes Opfer und kannst deinen Hunger stillen und dann machst du also ich streich mir da jetzt einen weg, ne? Genau, hast du noch Hunger 1? Auf Hunger 0 kannst du nicht kommen, weil ohne, also kannst du, wenn du magst, kannst du das Opfer töten, dann kannst du natürlich auf Hunger 0 gehen. Nee, dann ist es ja in Zukunft kein Opfer mehr für mich. Sehr weise, ja. Und dann wolltest du Nachforschungen anstellen zu deiner Sire. Ja. Wie macht das denn Joao? Ich würde mich halt so mal bei anderen Vampiren, die ich so in meinem Milieu kenne, umhören, ob die vielleicht irgendwas gehört haben, was so passiert ist, was vielleicht zu ihr passt oder so. Also ein total unbegründeter Ausraster irgendwo in der Umgebung oder sowas. Ja.
Hörst dich vielleicht auch mal bei deinem Clan ein bisschen um. Ja, mach doch mal dann ein... was können wir denn da mal machen? Auf jeden Fall Streetwise, würde ich sagen. Und ja, mach mal einfach Wits, weil du wahrscheinlich eher so durch die Straßen Strom hast, als irgendwo gezielt hinzulaufen. Und so die örtlichen Leute mal ausfragst. Jo, 4 Erfolge. Ja, dann kannst du mir mal 4 Fragen stellen, zu, also was du so rauskriegen willst. Und ich beantworte dir mal die 4 Fragen, was die Straße dir so zuflüstert. Als erstes wüsste ich gerne, ob so in den vergangenen Monaten tatsächlich irgendwo mal so ein extrem unbegründeter, extrem gewalttätiger Ausraster passiert ist. Mhm. Ja, hier gibt's immer mal wieder irgendwelche Ausraster, irgendwie vor allen Dingen, weil sich hier an der Grenze halt auch irgendwie Leute sammeln, die halt versuchen, über die Grenze zu kommen. Und es halt in, ja, in so, in diesen Zeltstätten, die irgendwie an der Stadtgrenze manchmal auftauchen, so, ja, da gibt es halt immer mal wieder Übergrifflichkeiten. Aber das ist jetzt auch nichts Besonderes. Also besondere Gewalttaten oder so sind jetzt irgendwie nicht an der Tagesordnung. Ganz banal, ob jemand sie in den letzten Monaten gesehen hat. Missy? Hm? Missy wurde gesehen, ja. Die treibt sich wohl irgendwo, das ist, also die Stadt Ojinaga ist ziemlich nah am Nationalpark dran. Die scheint wohl sich da drin zu bewegen. Das ist der Park National Canon de Santa Elena. Oder alternativ im Park Area Natural Protiga Canyon y Sierra del Purgues. Keine Ahnung. Kein Spanisch. Also die Stadt liegt halt genau zwischen diesen beiden Nationalparks und in einem von den beiden soll die sich wohl rumtreiben. Was kann man denn noch fragen? Protegida Canyon y Sierra del Purgues. Krass. Jetzt spontan fallen mir keine 2 schlauen Fragen ein. Tja. Dann versehe ich dich noch mit ein paar Informationen. Also es ist tatsächlich so, dass Leute verschwinden. Und zwar vorwiegend tatsächlich welche, die halt auf der Straße sind. Zum Beispiel Clanlose oder ja, irgendwelche Bruja, Biker, also so vorwiegend irgendwelche Anarchen. Aber in letzter Zeit halt auch Camarilla-Mitglieder, also deines Clans, Gangrel, die verschwinden. Und ja, dann vielleicht machst du ein paar Nachforschungen zum in dem Drogenmilieu, zu den Dealern oder so, und erkundigst dich nach dieser neuen Droge, von denen du ja bis jetzt irgendwie gar nicht so viel mitbekommen hast. Und tatsächlich gibt es sowas. Und die wird wohl in so kleinen Flakons irgendwie ausgeliefert. Und deine Leute, die haben keinen Zugriff darauf. Also die haben das schon mal gesehen und die können dir das auch eins davon mal zeigen, also weil sie es selber gekauft haben. Das ist unglaublich teuer. Und ja, dann kannst du dir so ein Flakonröllchen vielleicht mal angucken mit dem letzten Erfolg dann und siehst, dass der halt wirklich rot ist. Aber so ein unnatürliches Neonrot und irgendwie so ein bisschen so leuchtet, so Partyrot leuchtet. So, du hast diesen Flakon und dann
hat halt so Neonfarben und leuchtet halt auch im Dunkeln. Ein bisschen so wie so ein Knicklicht. Und man sagt ja halt auch, dass das manchmal auch in so Knicklicht dann halt geschmuggelt wird. Okay. Gut. Ja. Ich nehme an, dieses verdammt teure Ding muss ich auch wieder zurückgeben und kann es nicht behalten. Du könntest es behalten, ne? Okay. Stehe ich hier mit deinen 4 Erfolgen zu. Hast du irgendwie Ressourcen oder so? 2, ja. Dann streich dir mal deine Ressourcen für weg. Also quasi, also jetzt nicht permanent, aber du hast jetzt aufgebraucht erstmal, weil du das dem Typ das quasi abgekauft. Hm. Vielleicht kann Ronan damit ja was anfangen. Gut, dann einmal Rouse-Test für jeden, weil der nächste Tag steht an und ihr müsst wieder aufwachen. Und damit Vampire aufwachen können, müssen sie ihr inneren Dämon irgendwie dazu bewegen, sie den untoten Körper wieder aufwachen zu lassen am nächsten Abend. Vielleicht einer nach dem anderen. Erstmal fangen wir mal Diego an. Ein W10. Nicht ein Wiese, ein Rolling 1. Könnt ihr es da draußen leider nicht sehen, aber es war ein sehr lustiger Kommand, was ich glaube, mit D ist es besser als W. / R, ein D, 10. Genau. Gut, dein Hunger steigt. Du hast Hunger 2. Ronan? Ein W10 war das, ne? Mhm. Sagst du. Der Vampir muss wach werden. Auch du hast mehr Hunger. Darum habe ich was eingepackt. Und Jelly muss auch aufwachen. Auch da steigt der Hunger. Das ist eine gute Voraussetzung. Ein Bus voller Studenten und hungrige Vampire. Da kann überhaupt nichts schief gehen. Joao. Auch Joao kriegt Hunger. Ja, das ist ein hungriger Tag heute. Der 5. März 2018 in Ojinaga, Mexiko. Ja, ihr trefft euch wieder vom Einlass zu dem Bus. Ihr seht das erste Mal auch diesen Bus. Es ist ein riesen Gefährt. Also es ist so ein Straßenschiff. Wahrscheinlich würde das in vielen Ländern der Erde niemals für den Straßenverkehr zugelassen sein. Es ist extra breit, extra lang, extra hoch. Wahrscheinlich 2 Stockwerke sogar, wo man irgendwie wahrscheinlich auch aufrecht stehen kann drin. Und ein Glück gibt es hier wenig Brücken, wo das Ding drunter herfahren darf. Ja, aber es ist ein Monster von Automobil. Wenn man sich so einen Monster-Truck von der Größe vorstellt, irgendwie so, also nicht so große Reifen, aber so irgendwie die Ausmaße, so, oder? So richtig dick, großes, fettes Busding. Hätte ich theoretisch vorher meine Konserve noch trinken können? Die hast du ja gestern Abend schon getrunken. Okay, alles klar. Ja, gut. Dann hätte ich gern 2-3 Sachen aus meinem Versteck mitgenommen. Mhm. Jetzt nichts Wildes. Eine Lupe. Eine Lupe? Ja, eine Lupe. Tatsächlich ganz oldschool. Ja. So einen kleinen Rucksack, Excel-Kleidung, Taschenlampe, Lupe, Sonnenbrille. Sowie ein kleines Beutelchen mit 2-3 Paraphernalia. Mhm. Und meine Knarre. Okay. Die trage ich dann drunter.
Also ihr könnt alle das mithaben, was ihr natürlich denkt, was logisch ist, was ihr habt. Also steht ihr in der Schlange, schaut doch diesen bunt bemalten Bus an. Und dieses große Partybus-Logo auch auf der Seite schön drauf gesprayt, die Fenster halt verdunkelt. Und man hört auch schon so leicht wummernd so die Bässe schon von der aufgedrehten Musikanlage, die da drin ist. Um euch herum wirklich eine Horde von Anfang bis Mitte 20-jährigen Studentinnen und Studenten. Unter anderem auch Jelly mit ihrem Rucksack, ja, die ein bisschen aus der Reihe fällt wegen den bunten Haaren. Aber eigentlich gar nicht so sehr auffällt wie sonst immer, weil ja, sie ist ja gewaschen und gebadet und gestriegelt inzwischen. Und passt sich der Studenten Schikaria hier ganz gut an. Rona betrachtet sich das Treiben so ein bisschen und huscht wieder so einen Schatten über sein Gesicht, während er wieder anfängt, mit irgendwas unter seinem Hemd zu spielen. Ach, Kacke. Irgendjemand zuppelt Diego so an der Seite. Bist du nicht der Country-Sänger? Der bin ich. Coera, ne? Nein. Diego. Oh, kann ich ein Selfie Diego machen? Ja, sicher. Eieieiei. Hast du nicht mal in dieser Band gespielt? Wie hieß der Sänger noch? Hector Luengo Garcia, glaube ich. Gehen wir mit dem weg. Mit dem haben wir uns zerstritten. Dem ging es nur ums Geld. Ja, der ist jetzt in Las Vegas, habe ich gehört. Ja, der jagt im Geld hinterher. Den kenne ich auch. Der jagt bestimmt im Geld hinterher. Bestimmt. Ja. Arme Sau. Ja, auf jeden Fall kommen da jetzt einige an und wollen Selfies mit Diego machen. Es bildet sich so eine kleine Traube um Diego. Ich habe auch Selfies. Aber nicht mit Diego. Ich versuche herauszufinden, ob ich auf dem Bild drauf bin. Erstaunlicherweise bin ich es. Ich würde die Aufregung um Diego gerne ausnutzen, um Ronan mal anzuhauen, ihm diesen Flakon hinzuhalten. So, das habe ich gestern noch rausgefunden. Das ist diese komische neue Droge. Kannst du damit was anfangen? Schaut sich mal so nach links um und nach rechts. Tja, unser El Mariachi sorgt ja für ein bisschen Ablenkung. Dann lass uns mal kurz beiseite gehen. Ich glaub, das ist noch jetzt inzwischen so ein paar Mädels. Diego Cuera! Ich hab alle Alben von dir! Ich möchte mich räumlich von dieser Gruppe distanzieren. Jetzt! Gott, ist das peinlich. Guck mal, da hinten stehen zwei normale Typen rum. Ich stell mich mal daneben. Guck so Richtung den Country-Sänger, der gerade in einer Traube kreischender Damen untergeht. Verrückte Leute gibt's. Hi! Ja, Ronan, Joao, da kommt gerade so ein junges Mädel zu euch. Hi! Gerade wo Joao so diese Droge auspackt, so oh! Hey. Ich versuch die Droge recht schnell dann wieder in meiner Hosentasche verschwinden zu lassen. Ja. Kein Fan von Country? Kein Fan von kreischenden Gören. Jelly, mach mal Wits und Insight. Wits und Insight, warte. Ah, okay. Wenn du magst, natürlich kannst du dein Blut natürlich hochziehen, ja. Aber zwei Erfolge reichen, um mitzukriegen, dass der Joao da auffällig, unauffällig etwas wegsteckt. Als du gerade ankommst und Hi sagst. Na gut. Es ist ein Studentenbus. Wir wollen alle Party feiern. Also ich gehe davon aus, dass mindestens drei verschiedene Drogen im Spiel sind, sonst bin ich echt enttäuscht. Naja, ich weiß jetzt nicht, wie alt Joao aussieht, aber Joao ist optisch zumindest so Ende 20. Ja, die beiden sind schon fast ein bisschen zu alt für diesen Partybus.
Ja. Ja. Ihr fahrt auch mit? Ja. Und jetzt freue ich mich erst recht. Guck mal so zu dieser Traube. Cool, cool, spielst du jetzt heute auch da drin? Oh, hoffentlich tut er ja, sicher. Boah, cool, Live-Konzert von Diego. Warum habe ich die Konzerte? Ich hatte mich eigentlich auf Party gefreut und nicht auf Country-Abend mit dem da. Ich hasse das. Das Ding hat zwei Etagen. Wir verbannen ihn auf eine und pokern in der unteren. Ich würde ihn lieber vorne anbinden. Dann bringt sich der Busfahrer um. Ich hasse der muss so den Bus Ohren. Fahren. Manchmal ist das echt ein Graus, wenn man so gute Ohren hat. Oh ja. Ja. Also, ihr kommt auch mit? Ja. Ja. Seid ihr nicht ein bisschen ja. zu alt? Oder seid ihr sowas wie Langzeitstudenten? Man studiert ja nie zu Ende, ha? Kommt drauf an. Die einzige Uni, die ich von innen gesehen habe, war eine Klinik. Jetzt bin ich überrascht. Ich bin Jelly, by the way. Sie streckt euch so die Hand hin. Also ein kurzes Zögern und dann Ronan. Hey. Joao. Als er so die, die Jacke ein bisschen beiseite nimmt, blitzt so eine, könnte man das Blitzen von einer Polizeimarke sehen. Oh. Wow. Was wird das hier, eine Drogenrazzia? Dann steige ich gar nicht erst ein. Auf Stress habe ich echt keinen Bock. Ich bin im Urlaub. Mit Marke? Oh. Und da brauchst du die als Verlängerung deines Egos. So. Und dort mit der Kippe so in deine Richtung. Hey. Das mit dem Alter war schon ein Punkt. Ja. Da werden Männer irgendwann empfindlich. Oh. Dabei dachte ich immer, wenn man Bonuspunkte sammelt, gibt's irgendwas umsonst. Na, dann fangen wir an. Ja, die ersten steigen jetzt auch in den Bus ein. Die meisten davon sind männlich, weil die ganzen Mädels stehen ja bei Diego. Und ich sag einfach Hello again. Nein, falsches Genre. Also wir würden noch gern kurz was klären, wenn du uns mal kurz entschuldigst. Ja, klar. Ansonsten ertrage ich das nicht. Ja, klar. Ich werfe Joe so einen vielsagenden Blick zu. Und drehe mich dann um und verschwinde sehr elegant Richtung Bustür. Ciao. Ja. Die riecht nach Ärger. Mindestens. Okay, ich versuch's nochmal. Wird dann den Flakon wieder aus meiner Tasche holen und ihm überreichen. Extrahiert, so wie es aussieht. Na gut. Mal sehen, ob ich davon irgendwas noch feststellen kann. Mach doch mal den großen, breiten Kerl. Genau so. Ja. Ich stelle mich mal sehr demonstrativ davor. Hat den Flakon auf? Riecht mal dran? Es ist Blut. Also du als Vampir. Und das riecht sogar ziemlich gut. Guckt sie nochmal nach links und rechts um. Also es wird wahrscheinlich nicht genug sein, um damit irgendwie deinen Hunger zu stillen, aber es ist, ja, halt, ja. Ist ja nur so ein kleiner Flakon. Aber... Der tippt dann rein. Mhm. Nimmt den Tropfen so hoch.
Ja. Und konzentriert sich. Ja. Würde gerne Taste for Blood anwenden. Ja, weißt du selber, wie das funktioniert? Oder muss ich nachgucken? Ich hab's hier offen. Dann erzähl uns doch mal, wie es funktioniert. Es kostet schon mal nichts, das ist immer gut. Ich muss jetzt einen Wurf machen auf Resolve und Blood Sorcery gegen Schwierigkeit 3. Mhm. Wenn der gelingt, kriege ich erstmal oberflächliche Informationen über das Blut, also vampirisch, ghoul, menschlich, any supernatural creature. Und die ungefähre Stärke der Blood Potency. Okay. Mit einem kritischen Erfolg auch ob jemals Diablerie benutzt wurde, die Generation. Mhm. Ja, also verstärkt das Ganze nur. Okay. Was hab ich denn? Das ist die Level 1 Kraft, ne? Ja, ja genau. Okay. Voilà. Resolve plus Blood Potency. Sorry, nicht Potency. Ja. Willst du deinen Resolve-Wert pushen mit dem Tier? Ich überlege gerade. Dann bin ich allerdings richtig hungrig. Ja, es muss ja nicht, kann ja auch gelingen. Ne? Also allein, ich würde dann sagen, ja, in dem Moment. Das heißt, er schließt dann die Augen. Behält das auch einen ganzen Moment länger im Mund. Die Gesichtszüge verhärten sich einen Moment. Wirkt fast einen Moment ein bisschen hager. Ja. Dann mache ich jetzt erstmal einen normalen Wurf, ne? Einen W10, ja. Mhm. Ja, der Hunger steigt. Jetzt bin ich richtig hungrig. Nummer 3, ja. Willkommen in der Welt eines Vampirs. Aber den Bonus kriege ich ja trotzdem, ne? Den Bonus kriegst du so oder so, ja. So. Vampire können fiese Sachen, aber sie werden dadurch hungrig. 3 Erfolge. Das heißt, die Difficulty hast du geschafft. Perfekt. So, was muss ich dir jetzt nochmal sagen? Ich muss dir jetzt sagen, menschlich, vampirisch, ghoul. Ja, also es ist Vampirblut. Mhm. Ja. Blood Potency. 1. Ja. Und Critical Win hast du leider nicht. Nee. Also es ist vampirisches Blut eines relativ neuen Vampirs. Also sowas wie du bist. Mhm. Irgendwas, das an dem Geschmack komisch ist. Also da irgendwie. Und das mich stutzig machen würde, was ich vielleicht nicht erwarten würde. Ja, man hat das halt vermengt mit anderen Substanzen. Also es ist nicht das reine vampirische Blut. Mhm. Aber das wohl die Hauptzutat. Kann ich dadurch feststellen, wie stark das verdünnt worden ist? Ja, du würdest schätzen, dass so 60% Blut sind und 40% anderes. Wahrscheinlich andere Zutaten. Wahrscheinlich irgendwie so ein Stoff, der das Ding zum Leuchten bringt, weil es ja leuchtet. Das kann nicht sonderlich gesund sein, aber naja. Nee. Vampirblut macht ja auch einiges wieder gut. Das ist der positive Aspekt an dem Ganzen. Ja. Den Schaden, der da angestellt wird, wird wahrscheinlich durch das Vampirblut direkt wieder geheilt. Ja, das ist der Vorteil. Ansonsten gibt es noch komischere Berichte. Mhm. Ich gebe dir das zurück. Ja. Ich steck's wieder ein. Das war wohl einer von, oder ist noch, schwer zu sagen, einer von uns. Sehr jung. Keine direkten Auffälligkeiten im Blut. Aber mit Asti das auch immer gemischt haben, ich schätze mal, nicht ganz 2/3, 1/3 Verhältnis. Ich glaube, ein Mensch könnte das auch nur verpacken, eben durch die kanidische Substanz darin. Ronan, mach mal einen Test auf Manipulation und Stealth.
Ach du meine Güte. Und Jelly kann mal machen Wits und Awareness, wenn sie das hören möchte. Oder besser, Wits und Insight ist, glaube ich, besser dann in dem Fall. Yes. Kein Erfolg, ja. Nicht Awareness. Ich möchte Awareness. Du brauchst nur einen Erfolg. Ja, trotzdem. Na gut, Wits und Insight. Möchtest du dein Tier holen, damit du noch einen Würfel mehr hast? Nein, noch nicht. Wir warten erstmal, bis Ronan entschieden hat, ob er Willpower ausgeben will. Denn du könntest, obwohl du hast Hunger 3, ne? Ja. Du kannst kein Willpower ausgeben, tut mir leid. Ja. Alles Hungerwürfel. Hatte ich gerade nachgeguckt. Oh! Sie hört alles. Drei Erfolge. Ja, du hörst alles. Ja, dann gibt es diesen merkwürdigen Nebeneffekt. Ich kann das nicht wirklich kontrollieren. Manchmal ist da dieses Ding in mir und dann höre ich plötzlich Dinge, die ich nicht hören könnte. Und jetzt gerade höre ich das, als würde Ronan das sagen, als würde er neben mir stehen. Deswegen mache ich ungefähr den hier. So auf der Schwelle Richtung Bus. Sehe den Schrank. Der Schrank guckt mich wahrscheinlich an, dann mache ich... Und dann besteige ich den Bus und denke mir, was zur Hölle? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich deinen aktuellen Charakterbogen hatte. Hattest du Auspex noch? Ich? Nein. Du hattest das wieder weggenommen. Ich habe das getauscht, ne? Gegen ja. Daywalker. Ja, genau. Ja. Okay. Ja. Gut. In dem Moment, wo Jelly zu uns rüber guckt und ich das realisiere, werde ich Ronan sagen, sollte irgendjemand fragen, sind das experimentelle Knicklichter? Trinkbare experimentelle Trinklichter. Von mir aus auch das... Und auch das würde Jelly wahrscheinlich hören. Okay, ziemlich gute Sinne zu haben. Wenn dir was auffällt, kannst du durchaus mal intervenieren. Aber nur kratzen, nicht abreißen. Ja, mittlerweile wird die Traube um Diego ein bisschen geringer und dünner, weil die Leute anfangen, in den Bus einzusteigen. Und ja, ein so ein Mädel zieht dich auch. Komm mit, komm mit. Ja, 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 gleich. Komm gleich hinterher. Keine Sorge. Ronan ja. Knurrt nochmal tatsächlich kurz leise auf. Wenn der bei uns bleibt, wird das mit heimlich nichts. Das Tier wird ja langsam ein bisschen stärker. Ja. Na, ich streife dann die letzte auch so ab und dann bewege ich mich mal in deren Richtung. Na, was gibt's? Möglicherweise Ärger. Inwiefern? Erklär's ihm. Diese Droge, ich sag das so leise wie nur möglich, von der wir gestern gehört haben. Ja. Ich habe da gestern eine Probe von bekommen. Woher hast du die denn gezogen? Ich habe da meine Quellen. Ja. So oder so besteht das Zeug wirklich aus Vampirblut. Scheiße. Das Wort. D-Rex. Manipulation und Stealth. In der Öffentlichkeit mit Diegos skandalösen Leuten im Hintergrund und Jelly, die zuhört, Vampire zu erwähnen. Auch gut. Zwei Erfolge immerhin. Jelly, dagegen, wenn du hören willst. Wieder mit Insight und Wits. Auch zwei Erfolge. Ja, da machen wir mal
Ein W10 erscheint Entscheidung. Irgendwo, ich mache eine Gesichtswürfelentscheidung draus. Sie hört mehr als gesund für sie ist. Ja, sie hört was. Vampir hörst du. Okay. Du hörst nicht alles, aber du hast irgendwie das entscheidende Wort. Vampir hörst du. So irgendwas von Droge und Vampir. Ist das so der Moment, wo sie sich so mal hier über den Nacken reibt? Das ist ganz unbewusst. Ich schau mal, ob hoff dann, dass die Leute sonst was. Aber ja, hast du Glück gehabt. Und hofft, dass sie dann jetzt relativ schnell einsteigen kann und sich am besten nicht mehr mit diesem Typen abgeben muss. Weil. Naja. Ja, also die komische, bunthaarige Dame, die euch eben noch so belästigt hat, scheint sich zu trollen und Richtung Bus zu laufen. Bekomme ich das mit? Ja, klar. Das ist jetzt nicht unauffällig. Ich glaube, du solltest künftig etwas leiser reden. Wir haben jetzt unter Umständen ein Problem. Ronald, guck mal. Was gerade Bruch. Zu ihr. Die muss weg. Oh ja! Ronan, du hast doch Hunger! Und schieß mal zu das Jelly auf. Yay! Jelly macht den üblichen Teenager. Oh, guck mal, ein Handy! Was denn gerade auf Spotify? Heute Terminkalender. Ach, warte, das ist ja gar nicht mein Terminkalender. Oh, übermorgen Zahnarzt. Löschen. Gucken, das Tinder-Profil angucken. Genau, das Tinder-Profil des Typen angucken. Boah, ist das eine ekelhafte Sau, ey. Nein. Ja, Ronan, mach mal Wits und Insight. Vielleicht kriegst du was mit von dem Handy. Ja, mal gucken, ob meine Detektiv-Skills funktionieren. So nach dem Motto, du hältst es verkehrt rum, ne? Also immerhin benutzt sie ein normales Handy. Das reicht schon mal, um dir zu sagen, dass es kein Vampir sein kann. Drei Erfolge, ja. Du kriegst das mit. Also, dass das nicht ihr Handy ist, weil es ein, ja, also sehr eigenartig, ja. Und das, was ich eben gesagt habe. Smartphone benutzt, heißt kein Vampir. Dann erscheint quasi auf ihrer Gesichtshöhe eine Kippe. Mama! Ja, sie zuckt vor, also, dem Feuer weg. Nee, ist aus. Okay. Also so. Ah. Mhm. Darfst du? Klar! Er lächelt. Das Lächeln wird allerdings ziemlich eisig. Mhm. Also das ist das Gefühl, er ist bemüht. Aber eigentlich versuche ich es mir gerade abzugewöhnen. Es scheint bemüht zu sein mit Freundlichkeit. Aber es fällt schwer. Mhm. Ich glaube, du hast da gerade was mitbekommen. Bei mir kam es nicht an. Ich glaube, du hast gerade was mitbekommen, hat er gesagt. Mhm. Wozu braucht man einen Plot? Es ist so schön, wenn die Leute das selber machen. er legt kameradschaftlich einen Arm um dich. Du musst es leider wiederholen, weil ich habe nichts mitbekommen, weil mein Discord gerade den hier gemacht hat. Ronan würde kameradschaftlich einen Arm um Jelly legen. Mhm. Beugt sich dann ziemlich nah zu ihr hin.
sodass es wie nach Flirten aussehen könnte. Mhm. Der alte Sack und das junge Mädchen. Ich bin ja ein ziemlicher Langfinger. Kriege ich zufällig mit, dass der eine Waffe in der Hose hat? Ja. Was könnte man denn da? Also, Und ja. Wenn ja, ich möchte versuchen, sie vielleicht zu stehlen. Ah. Wir sind doch nicht mal vom Parkplatz runter. Sind Zinnplatz eigentlich Freiwild? Ja. Mehr oder weniger. Ja, sind sie. Wits und ja, Awareness, würde ich sagen. Okay, dann habe ich dieses Mal. Ein Beastial Crit. Das Tier macht es, Jelly, das Tier macht es. Frage ist, welche Hose du jetzt klaust mit dem Tier. Das sind 2, 4, 5, 6, 7 Erfolge, also sowas von. Mhm. Aber das Tier tut es. Ja, Das wittert die Gefahr. Wahrscheinlich hat sie dann auch so den Arm um dich gelegt, halt so alter Taschenspielertrick, ne? Ein bisschen Körperkontakt suchen. Und sobald sie dann, ja, diese Wölbung ertastet, macht es so Klick, so nach dem Motto, Scheiße, der hat eine Knarre. Und da sieht man dieses gefährliche Funkeln in den Augen. So, da ist für einen Moment dieses so ein Erkennen. Mhm. Das bedeutet, sie ist jetzt auf Halb-Acht-Stellung. Wenn sie dich halt argwürdig anguckt. Nicht mehr ängstlich, nicht mehr unterwürfig, wie gerade eben, sondern jetzt, Der Gesichtszug ändert sich gerade von zurückflirterig in ja, eiskalt, so wie du eben auch geguckt hast. Du scheinst mir ein nettes Ding zu sein. Und ich möchte nicht, dass netten Mädchen schlimme Dinge passieren. Ach, was für schlimme Dinge denn? Einsteigen! Sei auf der Hut. Willst du mir drohen? Ja. Ich würde gerne auf Intimidation würfeln. Ja, bitte. Nimm mal. Wie drohst du? Im Sinne von Mädchen, ich gebe dir einen guten Ratschlag. Aber willst du manipulieren, ja? Oder willst du es mit Charisma oder also, deiner Ausstrahlung? Er meint es tatsächlich eigentlich nicht böse. Das soll schon rüberkommen, aber es soll halt so als so eine Warnung von halt die Klappe und geh weiter rüberkommen. Mhm. Ja, ich würde sagen, Intimidation und ja, Manipulation. Ich will jetzt nicht nochmal das Tier reizen, aber ich ja, es geht so schnell. Aber Hunger 4 wäre schon ziemlich krass, ja. Ja. Vor allem, ich habe ja immer noch Herzschlag. Ein Erfolg. Ein Erfolg. Und weil das Tier gerade bei Jelly übernommen hat, gebe ich hier mal 2 Bonuswürfel, um dagegen zu würfeln mit Willenskraft. Also quasi mit Willpower plus 1/3 der Humanity plus 2 Würfel. Ja, das solltest du hinkriegen. Okay, Es sei denn, du hast ja Hunger 3, du kannst leider nichts wie rerollen. Ja. Nehme ich jetzt quasi einen Würfelpool aus 2/3 meiner Humanity, Willpower plus 2 Würfel? Mhm, genau. Okay, das sind das 5, dann sind das 2/3. Ja. Hör doch einfach auf den freundlichen Rat. 9 plus 2 sind 11 Würfel. Gucken wir mal. Botsch. Ja, das geht hier. Bei Willpower-Würfen geht das nicht. Rolling the dice.
Gucken wir mal. Es wird so viel gewürfelt heute, das ist gut. Ach du Scheiße. 8 Erfolge, jawohl. Ja. Also, das Tier in dir sagt, also es faucht wahrscheinlich zurück oder so. Ja, genau, das tue ich auch. Ich würde quasi auf die erste Busstufe steigen, weil dann bin ich ein bisschen größer als du. Dass wir quasi auf Augenhöhe sind, drehe mich dann zu dir um mit einem zuckersüßen Lächeln und meine dann lass mich dir auch einen Rat geben. Fass mich an und du verlierst deine Hand. Und das ist so ein leichtes unterschwelliges Fauchen. Weil das gerade ein sozialer Konflikt war, würde ich sagen, den hat Ronan eindeutig verloren und kann sich mal einen Willpower abstreichen. Du kriegst gerade einen Schaden Willpower. Ich hab's ja nur gut gemeint. Jelly steigt ein. Ja, Jelly wirft ihm noch einen vielsagenden Blick zu und steigt dann ein. Ja, das ist es schon, das ist erstaunlich, Ron, das kennst du nicht. Also normalerweise reagieren Menschen da extrem. Ja. Also entweder ist die ziemlich abgedroschen oder mit ihr stimmt irgendwas nicht. Ich klopf dir auf die Schulter. Das Kätzchen hat ganz schön Biss und steigt dann auch in den Bus. Oh ja, ich gehe hinterher. Solltest dich mit ihr nicht verscherzen. Hm? Diego fühlt sich herausgefordert. Oh. Ronan knurrt einfach leise. Ja. Dann kann ich ja mal ein bisschen gucken, ob kriege ich das hin. Hier, Sound einspielen, warte mal. Oh ja, ein bisschen. Jetzt kommt es gleich so gut. Ja. Kann man das hören? Könnte man in den Chat schreiben, ob man das hören kann. Ich glaube schon. Ja, läuft Techno-Mucke und an einer großen Stange in der Mitte dieses Raums tanzt eine Go-Go-Tänzerin. Die Leute haben sich schon den ersten Tequila-Flaschen hingegeben. Gibt so eine kleine Bar, die an der Seite aufgebaut ist. Wenn es zu laut ist, dann sagt Bescheid. Dann mache ich ein bisschen leiser. Ja, es geht schon Party ab. Immerhin kein Country. Noch. Also wenn das kommt noch. Ich kann euch ja mal geben in Discord hier die Mucke mal reinziehen, dann könnt ihr die auch im Hintergrund laufen lassen. Als du kommt noch sagst, bekommst du einen dermaßen bösen Blick von mir. Lauter wäre gut. Leiser, weil du das wahrscheinlich heißen. Ja, ist schon gut. Aber da kommen wir nicht drum rum. Besser so? Ja. Ich bin auch auf der Tanzfläche. Ja. Also der ganze Raum ist quasi eine große Tanzfläche. Also. Ich bin mittendrin. Ja. Ich bin das Zentrum dieses Busses! Also Ron muss ganz ehrlich sagen, dass Jelly seine Neugier sehr geweckt hat. Ich bin dafür, dass Diego singt. Ja, Lucky, ja, ja. Ja, bestimmt. So. Lucky, fahr den Bus. Ich mach die Mucke mal wieder aus. Aber jetzt wisst ihr, was da läuft. Ja, ich bin gerade verdammt Durst. Ich gebe mich erstmal so zur Bar und schaue mich ein bisschen um. Ne? Was es da so für hübsche Mädels gibt. Ja, jede Menge. Vor allen Dingen die Gogo-Tänzerin in der Mitte ist besonders yummy. Ja, da werde ich dann wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen drin versinken. Mhm. Ja, wie gesagt, nicht gerade deine Musikrichtung, aber. Ja, das. Zum Tanzen auf jeden Fall geeignet. Wenn du magst, kannst du auch Leute antanzen oder so. Genau. Na, ich werde mich erstmal noch ein bisschen mitschwufen. Ein bisschen umschauen.
Ja, die ersten ja, kommen schon, da. Bieten dir irgendwie so ein kleines Shots an, so Tequila-Shots. Jo, steht. Wie sieht das aus? Kann man normal essen, trinken? Keine Ahnung. Kenn mich da leider nicht so aus. Ich schau mal auf deinen Charakterbogen. Ich glaube, du kannst es nicht. Nee, du siehst zwar unglaublich gut aus, aber du kannst leider nicht essen und trinken. Du kannst aber, du könntest deine Körperfunktionen aktivieren, wenn du das Tier halt dazu aufforderst, deine Körperfunktion zu aktivieren. Ja, doch. Ich glaube, das werde ich machen. Ja. Deinen Magen- und Darmtrakt und deinen Magen und so, ja. Ja, Speiseröhre, das muss alles aktivieren. Einfach einen W10. Ja. Das ist ein Rouse-Test, um die Körperfunktion zu aktivieren. Aber diesmal habe ich sogar richtig gewürfelt. Ah, scheiße. Ja, und dein Hunger, auch dein Hunger steigt auf Hunger 3. Ja. Aber ja, dafür kannst du jetzt Tequila trinken. Ja, jetzt gibt es erstmal ein bisschen Tequila hinter die Binde. Ja, also das trinkst das und du hast, weißt von früher, wie das schmeckt. So, aber als Untoter, es schmeckt alles ein bisschen fader und ja. Es ist so die Erinnerung von, eher erinnerst du dich daran, wie Tequila schmeckt, als dass du ihn gerade aktiv schmeckst. Ja. Ja, und wenn ich dann so bisschen was getrunken habe, werde ich mich dann auch mal so ein bisschen auf die Tanzfläche begeben. Ja, da steht auch schon Jelly und macht auch den. Ja. Jelly, bei dir bietet man auch was an, aber du musst nicht würfeln. Hey, ich kann trinken, ich kann essen, ich kann schlafen. Kannst du besonders das rausgehen? Das Coole ist, ich kann jeden im Bus an Tisch trinken, ohne besoffen zu werden. Ja. Also von daher, 10-Sekunden-Regel und ja. Sinnblatt sein ist cool, ne? Außer man hat es mit Vampiren zu tun. Ja. dementsprechend, ja, sie wirkt halt wirklich wie normale junge Frau. Ja. Also Ronan hatte sie auch angefasst, sie hat sogar ein bisschen Körpertemperatur. Sie ist kühler als ein Mensch, aber definitiv wärmer als ein Vampir. Mhm. So nichts Halbes und nichts Ganzes bei ihr. Vielleicht ein Ghoul, Ronan. Ghoul ohne Meister. Schwer zu sagen. Dementsprechend, ich bin am Tanzen, ich bin Leute am Antanzen, ich tanze auch mit Leuten, egal ob Männlein oder Weiblein. Ja. Und, ja. Aber ich werde nicht besoffen. Gar nicht. Ein Tequila nach dem anderen. Auch mal die Leute. Ne? Ja, sieht man. Ist auffällig, Ronan, wenn du darauf achtest. Er hat jetzt bestimmt in den letzten 5 Minuten schon 10 Tequila getrunken. Okay, und sie zeigt keinerlei Anzeichen von irgendwas. Nö. Okay. Ronan macht dann mal versucht dann mal was anderes. Also er tanzt sich so ein bisschen durch die Menge näher zu ihr. Also so quasi um sie rum so ein bisschen. Mhm. Und ich möchte mal testen, ob sie eine Fahne hat. Ja. Weil wenn man sehr viel Alkohol hintereinander trinkt, sollte man irgendwann eine Fahne haben. Also nach Alkohol riechen extrem. Ja, gut, dass du Auspecks besitzt mit Senses, ja, mach mal. Vielleicht machen wir irgendwie, um das mal darzustellen, weil du willst ja was ganz Spezielles hier. Medizin hast du leider nicht. Ja, mach mal dann trotzdem Wits Awareness plus Auspex. Okay. ja, doch. So. Alkohol. Ja. Das wäre fast ein Beastial Failure gewesen, wenn du nicht 3 Erfolge gewürfelt hättest. Ja, fast. Genervt. Ja. Wie sieht das bei Ronan aus, wenn er sich so konzentriert und versucht auch den Schweiß und weil er auf der Tanzfläche und die Fahne der anderen auszufiltern? Wie konzentriert sich Ronan auf Jelly? Also. Er hält er dann so um sie herum
tanzt und dann die Kräfte, die in ihm wohnen, anruft quasi, also sie die Sinne konzentriert, ist es für einen Moment so, dass erstmal die Musik unglaublich laut wird. Mhm. Er kneift dann die Augen zusammen, die Musik wird leiser, er fängt dann regelrecht zu schnüffeln. Und blinzelt dann zweimal, als er sieht, wie links an dem Hals eine Ader anfängt zu pochen, die gerade unglaublich verlockend aussieht. Bei der einen Frau eine Ader anfängt zu pochen, die unglaublich verlockend aussieht. Mhm. Riecht Pheromone, die in der Luft liegen, bei einigen schon. Mhm. Blickt dann zu Jelly und das Ganze wird der ganze Hintergrund wird so eine leicht graue Masse in dem Moment. Allerdings ist das immer wieder so, dass er tatsächlich halt sehr tief die Luft einzieht und so ein bisschen die Oberlippe anfängt zu zittern. Mhm. Also wie würde ein Hund eine Witterung aufnehmen? Ja, also du riechst auf jeden Fall den Alkohol, der bei Jelly vorherrscht. Ja. Ich denke, sie wird auch eine Fahne haben, ne? Den 10 Tequila in 5 Minuten. Ja, Jelly versucht halt so gerade den Alkohol so ein bisschen anders zu verwerten, beziehungsweise sie ist ja Blutalchemistin, das bedeutet, sie vermischt ja Blut mit anderen Dingen und ist dementsprechend immer auf der Suche nach einer neuen Mischung, nach einem neuen Effekt. Deshalb bemerkt die das auch eigentlich gar nicht, weil die ist am Tanzen und sie hat eben ihren Ground, ne, abgegrenzt, ist so. Ja, also sie wird eine Fahne haben. Ich weiß nicht, wie sehr du dich jetzt quasi auf sie als Fokus hast, aber man hört auch einen leisen Herzschlag. Allerdings ist dieser Herzschlag viel zu langsam für das Rumgehüpfe, was da vorne stattfindet. Mhm. Das wäre ein sehr, sehr ausdauernder Marathonläufer vielleicht, aber keine junge Studentin, die gerade überaktiv über die Tanzfläche jumpt und bei Jumping All Over the World, ist das Jumpstyle-Betten ausruft. Ist das mit Schwitzen? Moment, was müssen wir gerade nochmal gucken, was dir der Vorteil genau machte? Ja, ich hab's. Lifelike hast du ja, ne? Ja. Ich habe einen Herzschlag, ich kann essen, ich kann zwischenmenschliches Amüsement genießen, nennen wir es mal so. Gut formuliert. Schön jugendfrei. Und eigentlich müsste ich auch schwitzen, weil selbst die fortgeschrittensten medizinischen Untersuchungen, sollten sie nachts stattfinden, würden nur sehr schwer herausbekommen, dass da halt irgendwas bei mir nicht stimmt. Ja, also wirst du auch Schweiß riechen. Ja, also leichter Schweißfilm, aber wie gesagt, da ist zu wenig körperliche Bewegung oder Anstrengung. Auch ihr Atem geht in keinster Weise keuchend oder schneller wie bei den anderen Menschen. Ja. Sie könnte auch schlafen, so nach dem Motto. Da passt also alles vorne und hinten nicht zusammen. Mhm. Genau. Kann ich Rückschlüsse ziehen? Mach doch mal einen Test auf Intelligence und Okkult. Mhm. Du bist ja auch ein relativ neuer Vampir. Jo, 2 Erfolge, dann wirst du auf jeden Fall Rückschlüsse ziehen können. Das kennst Dünnblüter. Du hättest jetzt nicht damit erwartet, dass es hier welche gibt oder also dass dir jetzt gerade einer über den Weg läuft, aber. Weil das sind eigentlich so die Spukgeschichten in der Vampirgesellschaft. Dünnblüter, das Zeichen von Gehenna und. Ja. Gerade bei den Tremere ein sehr heikles Thema. Genau, ja. Ja, dann wird es tatsächlich so sein, dass quasi er starrt sie dann regelrecht an, wenn er die ganzen Tanzenden sogar nicht mehr richtig mitbekommt. Könnte auch irgendwann tatsächlich auffallen. Mhm. Das hat die ganzen Tanzenden komplett ignoriert. Gafft. Ja,
Ganz offensichtlich. Okay. Aber mit nicht diesem typischen, boah, was für eine heiße Frau, sondern eher mit einem, oh, das ist sehr faszinierend. Ich gehe davon aus, dass ich das mitbekomme, ja? Ja, hat er ja gerade gesagt, dass man das mitkriegen kann. Okay, sobald ich das irgendwie mitbekomme und auch realisiere, dass das gar nicht aufhört, vor allem, weil die Tanzenden sich an ihm brechen wie so Wellen an einem Fels, versuche ich, Distanz zwischen uns zu bringen und diesen Blickkontakt zu brechen, weil das ist mir jetzt doch sehr unheimlich und sehr unangenehm. Das bedeutet, ich werde versuchen, irgendwie in der Menge unterzutauchen und wahrscheinlich die Etage zu wechseln. Mhm. Na, also, der Typ ist mir nicht geheuer. Erst macht er mich so komisch an vor dem Bus, jetzt starrt er mich an, als wäre ich ein Kauknochen oder so. Keine Ahnung, also... Nee. Dann ist er auch noch ein Cop. Nee. Also... Ich will nicht. Ich will woanders hin. Du wechselst die Etage und gehst nach oben. Oben ist es ein bisschen gechillter. Kein so eine Partymucke, sondern eher so ein bisschen Chill-Out-Lounge-mäßig. Hier ist aber relativ wenig los gerade, weil ihr seid ja gerade erst losgefahren. Man merkt auch, dass der Bus fährt. So, man kann immer noch nicht nach draußen gucken, weil die ganzen Fenster halt alle verbaut sind. Aber ja, es ist ein bisschen chilliger hier. Es ist irgendwie so Chill-Out-Musik hier. Ja. Wobei man das von unten halt noch sehr laut durchhört. Also hier müsste gar keine richtige Musik laufen. Ich würde dann zu den anderen erstmal zurückgehen, wenn sie quasi flüchtet. Mhm. Ja, Diego muss inzwischen noch ein paar Selfies machen. Ja. Wird doch mehreres Mal nochmal angesprochen, wann er denn endlich auftritt. Das kommt. Ja. Ja, wolltest was sagen, Ronan? Oder nicht? Ich würde mal, aber wie gesagt, mich erstmal zurückziehen, würde aber so langsam mal gucken, beziehungsweise darauf achten, auf die ersten sehr, 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 sehr stark alkoholisierten Damen. Mhm. Also sobald sich da eine Gelegenheit bietet, würde ich dann versuchen, mal was zu unternehmen. Ah. Ist vermutlich noch ein bisschen früh, aber... Ist auch relativ risikohaft, weil es ist ja sehr überschaubar, dieser Platz hier. Vielleicht ja doch eher oben, oder? Ja, aber ich möchte jetzt nicht direkt hinterher eiern. Ja, vielleicht musst du da irgendwie... Wie versuchst du das zu tarnen? Dass es keiner mitkriegt. Wie gesagt, ich würde halt vor allen Dingen gucken, weil es gibt ja welche, die schießen sich komplett schon direkt in den ersten 20 Minuten weg. Mhm. Ja. Gibt es immer. Und ich würde dann einfach eine von, also bevorzugt eine Frau, ist aber mir prinzipiell egal, die sehr, sehr dicht ist. Ja, sind welche mit so Ketten, um die so, ne, diese Springbreak-Ketten und Und die dann einfach mal so ein bisschen antanzen und antwerfen. Diego hat's verstanden, was ich meine. Antanzen und anflirten. Steigt sofort drauf ein, da musst du nichts würfeln. Ja. Ja. Dann so ein bisschen zur Seite ziehen, wo man ein bisschen enger tanzen kann. Mhm. Ja. Engtanz. Engtanz, genau. Wie der Ostfriese sagt. Und dann würde ich trinken. Mitten auf der Tanzfläche. Ja, zur Seite halt, ne? Gehen. Mhm. Mit ihr, wo man sich vielleicht so nicht separiert. Gibt's ja nicht. Es ist ein Bus, ja. Also, naja. Es ist zwar ein großer Bus, aber es ist ein Bus. Voll gefüllt mit Leuten. Eine Toilette. Also ich suche irgendwo eine Ecke, wo es ein bisschen schattiger ist. Ich wiederhole, es ist ein Bus. Vielleicht schaffst du eine Toilette. Toilette ist gut. Toilette, ja. Knutschen. Ja. Okay. Jo, du kennst dich da aus. Ja, sie kommt mit, ja. Gibt natürlich nur diese Bustoiletten, klar. Ja. Aber immerhin, da passt man, wenn man sich stapelt, auch zu zweit rein, ja. Ja, wenn man sich stapelt, genau. Mhm.
Ja, gut, dann Ronan verschwindet an Joao und Diego vorbei mit der etwas freizügigen Dame, die, ja. Wir wissen, was passiert wahrscheinlich im Klo. Muss man irgendwie würfeln, wie viel man trinkt, oder wie ist das? Nee, du kannst selber entscheiden, wie viel du trinkst. Ab wann wird's kritisch? Ja, du kannst deinen Hunger runterziehen, wenn du einen Menschen trinkst, maximal. Moment. Ach, wo ist es denn? Das habe ich jetzt nicht direkt offen, sorry. Sip from a human. Wenn du ein Hunger oder ja. Maximum non-harm drink from human, 2 Hunger. Ein Hunger reicht. Gut. Ah ja, braucht ja. Ja. Braucht ein bisschen. Ja. Und dann, ja, was macht denn Joao in der Zeit? Also Diego muss ja, er wehrt sich ja gerade und wir suchen ja durchaus nach der Ursache und potenziellen Opfern einer sehr, sehr neuen Droge. Mhm. Und ich weiß ja, wieso Leute, die solche Sachen zu sich nehmen, aussehen. Ich würde mal gucken, ob da Leute sind, die potenziell nicht nur Alkohol im Blut haben. Mhm. Ja. Dann mach doch mal Wits und Awareness. Ich guck grad mal, ob du bist der. Ja. Ja, mach mal. Genau. Du kennst dich auch damit aus. 2 Erfolge. Ja, dann siehst du tatsächlich, wenn du dich konzentrierst und irgendwie so drauf achtest, so auf die Umgebung und so, siehst du erstmal, hast du ganz deutlich nach dieser Jelly-Roman-Sache geguckt. Dann tanzt dir immer wieder Diego irgendwie vor der Nase rum, der dort auch ziemlich auffällig ist im Raum, einfach wegen seinem unglaublichen Charisma und seiner unglaublichen Aussehen, was er hat. Und wegen diesen hammerharten Klamotten. Ja. Aber tatsächlich siehst du dann irgendwie an dieser kleinen Bar, die da an der Seite irgendwie ist, dass da nicht nur Tequila-Shots und Bier ausgeschenkt wird, sondern ja, wenn vermutlich keiner so unter der Hand, man kann diese Shots ja gut verstecken und so in der offenen Handfläche, dass so diese typischen Dealer-Bewegungen ausgeführt werden von dem Barkeeper. Dann würde ich mich da so in die Richtung der Bar begeben. Mhm. Tatsächlich ein Tequila bestellen, das Glas aber von mir stehen lassen und mich da einfach mal so ein bisschen rüberbeugen und weiter beobachten, was da so neben mir passiert. Mhm. Ich habe nicht vor, den zu trinken, sondern einfach so ein Alibi-Tequila vor mir stehen haben, damit keiner sagen kann, ich habe da nichts verloren. Mhm. Okay. Ist auch eher zum Stehen als zum Sitzen, weil so viel Platz, um jetzt mal die Stühle richtig hinzustellen, ist ja gar nicht. Mhm. Ja, es kommen immer wieder ein paar, manche trinken ganz normal, andere machen, und du kannst das mit den 2 Erfolgen durchaus auch wahrnehmen, dass da irgendwie so eine bestimmte Geste irgendwie gemacht wird und dann kriegen die halt was Besonderes. Und du siehst auch zwischendurch, mischt der Barkeeper halt auch Zeug davon in die Tequilas rein, aber auch random, also auch an Leute, die das nicht machen. Mhm. Die glimmen dann so ein bisschen und dann, yay! Und, ja. Meistens geht das so an Leute raus, die gerade irgendwie schon ziemlich, das sind so die Ronin in, wie die Dame, die Ronin ins Klo gezogen hat. Leute, die so drauf sind. Ja. Ja, und das wirkt sich auch, wenn du ein bisschen beobachtest, halt auch auf die Menge aus. Also so nach und nach müsste eigentlich fast jeder, der hier ist, irgendwie so ein Zeug schon zu sich genommen haben. Und ich würfel jetzt mal kurz, weil Diego trinkt ja auch die ganze Zeit und Jelly auch. Ich bin ja oben. Ja, ja. Pfeffer geflohen. Das sollte so nicht passieren.
Du sollst deinen Mute-Knopf nicht auf die F5-Taste legen. Ja, das war nicht die F5-Taste. Ja. Ich würde sagen, dann habe ich böse angelächelt. Ich würde sagen, dann habt auf ja, Jelly hat ja ohne Ende auch eben schon getrunken. Habt ihr, Diego und Jelly haben dann auf jeden Fall schon eine kleine Menge dieses Zeugs mitgetrunken. Also das heißt, ihr habt auch diesen Geschmack vom Blut auf jeden Fall im Mund. Ja, das werde ich auf jeden Fall nicht bemerken. Nicht viel, aber ja, auf jeden Fall wirst du es bemerken, ja. Wahrscheinlich der letzte Shot, den dir noch einer in die Hand gedrückt hat, als du gerade nach oben gegangen bist oder so. Ebenso, zack, nochmal weg und dann der war anders als die anderen Tequilas. Genau dasselbe merkt Diego auch. Ja, wenn man sowas bemerkt, wird man schon skeptisch, ne? Kann ich irgendwas daraus ziehen? Aus dem Blut? Weil mein Körper ist ja quasi, also ich destilliere ja durch meinen Körper, ja, indem ich dem verschiedene Substanzen und Stoffe zufüge und dann Fähigkeiten aktiviere. Kann ich irgendeine Fähigkeit aus diesem Blut ziehen? Du brauchst dafür die Art des Blutes, ne? Also die... Beziehungsweise ich würde jetzt einfach, keine Ahnung, Resolve und Alchemy würfeln und dann... Mal. Ja, würfel mal. Weil das ganz, ganz wenig ist, vielleicht machen wir da mal 4 Erfolge nötig. 4 Würfel. Dann reizt sich mal mein inneres Tier. Also, wenn mir das schon auffällt, dann wäre das doch jetzt mal eine gute Gelegenheit. Ja. Also erstmal einen Würfel. Ja. Nein, ich habe das Makro verschlammt. Verdammt. Kann mir das nochmal einer geben? / R... Ein D10. Ja, der Hunger steigt, auch bei Jelly auf 3. Ich kann gleich mal was anderes besorgen, aber schauen wir jetzt erstmal so. Dann habe ich 5. Überall sind Menschen und. Ja, der Erste, der gleich hoch in die Chill Lounge kommt. Mhm. Alles gut. Das ist San Diego. Ich glaube, es hat das nicht genommen. Du hast ein Leerzeichen zwischen der 5 und der DC gemacht. Oh. Ja, das sind 2 Erfolge. Nur 2 Erfolge. Du könntest Willpower ausgeben, um 4 brauchst du, ne? Ja, die ersten 3 kannst du nicht wiederholen. Reicht nicht. Nee. Du kriegst nichts raus aus dem kleinen bisschen. Gott. Habe ich jetzt Hunger. Das heißt, ich muss wieder runter. Ja, mittlerweile sind auch ein paar nach oben, also. Ja, also. Ja? Suche ich mir irgendwen, der da ganz tief entspannt, gechillt in der Ecke sitzt. Ja, aber auch hier das gleiche Problem wie bei Ronan eben, ne? Wie machst du das unauffällig? Wie zu sind denn die Leute, die hier oben? Noch nicht sonderlich. Also wir sind jetzt noch gerade mal losgefahren. Also das ist jetzt nicht, die haben sich jetzt nicht alle komplett durcht. Das wäre schon heftig. Ja, also da geht schon gut was, aber ja. Ich würde, glaube ich, einfach eine Knutscherei anfangen. Dann mich halt während dem Rummachen zu seinem Hals vorarbeiten. Das ist dann halt einfach gang und gäbe. Ja. Jugendliche machen sowas, ja. Studenten vor allem. Dann mach doch mal einen Charisma- und Persuasion-Wurf. Eine amtliche Knutscherei mit Charisma und Persuasion. Ja, würde ich sagen. Sei denn, du hast da was. Wenn ich an Persuasion Besseres, nichts hab. Dann hast du keine Würfel da. Okay, das heißt, ich nehme nur meine Charisma. Ja. Tier ist möglicherweise wieder drin, wenn du magst. Nee, ich nehme mal die 3. Alle sind vorsichtig geworden, jetzt bei Hunger 3 schon. Ja, Hunger 4 wäre jetzt schlecht beim Trinken. 2 Erfolge, ja. Du schaffst es da irgendwie eine Knutscherei anzufangen, ja. Okay, gut. Gut. Ich würde mich dann auch auf Hunger 1 runtertrinken, wenn du erlaubst. Ja, 2 Punkte kannst du ja trinken. Ja.
Ja, Diego, weiß ich nicht, wo willst du? Unten bleiben, oben nach oben gehen? Ja, nachdem ich das geschmeckt habe, würde ich mich mal zu Joao vorarbeiten. Mhm, der steht, glaube ich, immer noch an der Bar. Ja. Würde ihn mal so ein bisschen auf die Seite nehmen. Und würde mal so ganz subtil sagen, Großer, ich glaube, mit meinem Shot war was nicht in Ordnung. Wenn du verstehst, was ich meine. Ich guck deinen Shot an. Wahrscheinlich ist der, den du gerade so in der Hand hast, auch noch so leicht rosa. Eventuell. die letzten Überreste im Glas. Ja, so dieses kleine Fläschchen. Ich halt meinen so daneben. Ja. Da habe ich das ganze Schwarzlicht hier und so, die ganze Stroboskop und so, sieht das ein bisschen komisch aus alles, aber... Ich weiß ja nicht, was du sonst so trinkst, aber Tequila leuchtet für gewöhnlich nicht. Das denke ich auch. Also, Vermutung liegt von nahe, etwas, was leuchtet. Ja. Erkennen etwas, was leuchtet und ich mache einen subtilen Nicken zur Bar. Hm. Hm. Na, haben wir zumindest schon mal eine Spur. Ja, Ronan kommt inzwischen aus dem Klo heraus. Es sei denn, ihr wolltet noch was machen, gerade jetzt? Irgendwie? Ich wollte euch nicht abwürgen. Ja, alles gut. Und alles kann noch mal Investigation und in Twits würfeln. Ich? Mhm. Okay. Ui. Das ist ein Bestial Crit. Also es sind 2, 4, 5, 6 Erfolge, aber das Tier macht das jetzt. Du erkennst etwas, aber wie, wenn du irgendwie dich umschaust gerade, du hast gerade erst getrunken, aber irgendwas stimmt hier nicht. Wie reagiert das Tier da, wenn es da jetzt forscht und sich umsieht und Dinge versucht herauszufinden? Also er kommt relativ, naja, gut gelaunt trifft sich, aber sieht ein bisschen entspannter aus im ersten Moment, als er vom Klo kommt. Mhm. Legt dann seine Hand an den Türrahmen, guckt nach draußen, streckt sich einmal, stutzt. Lässt die Lady so in dem Klo. Komm mitten zurück, Ronan. Mitten auf dem Scheißhaus zurückgelassen. Die Tür ist noch offen. Die sagen, Ronan. Es sei denn, du hast irgendwie einen anderen Namen genannt, dann sagt sie den anderen Namen. Da ist unser Casanova ja wieder. Also, er stutzt dann. Schnüffelt erst wieder. Dann zieht er so ein bisschen die Schultern ein. Legt den Kopf leicht schief. Die Oberlippen ziehen sich ein bisschen zurück. Sieht jetzt tatsächlich ein bisschen strange aus. So wie halt ein Raubtier, was Witterung wirklich aufnimmt. Die ganze Körperhaltung wird angespannt und so ein bisschen sprungbereit. Mhm. Ich würde gerne mal einen Premonition versuchen. Ja, was macht das? Gibt mir eine unbestimmte Ahnung, wenn Gefahr droht. Mhm. Also quasi, ich sehe mich dann in der Gefahr ausgesetzt und kann sie spüren bzw. darauf reagieren. Mhm. Musst du mir sagen, bei der akuten Gefahr müsste ich einen Rouse-Check machen, ansonsten kostet es nichts. Ja, du erwartest ja eine akute Gefahr, ne? Und ich guck gerade mal, was du. Moment, das war Blood Sorcery, ne? Nee, das ist Auspex 2. Auspex 2. Muss ich gerade nochmal gucken. Würfel doch einfach erstmal, wir machen das später, wenn ich hier durchlese. Ja, kein Problem.
Wenn ich es jetzt so richtig verstanden habe. Ich meine aber ja. 5. Also ist auch passiv, okay. Ja. Ein Erfolg. Also das ist keine Gefahr, zumindest nicht unmittelbar, die hier droht, deswegen auch kein Rouse-Check. Mhm. Aber dir fällt auf, dass dieses Busklo etwas versetzt ist. Also man hat den Bus ja auf jeden Fall umgebaut, das ist dir klar. Mhm. Aber da ist irgendwie noch Platz irgendwie nach unten hin. Also es ist leicht erhöht. Eigentlich müsste das ebenerdig sein. Das Klo ist aber eine Stufe. Also quasi so im ersten Moment könnte man das vergleichen mit so angehängten Behältern wie bei Wohnwagen, so ein bisschen, wo man was drin ableiten könnte. Ja. Das passt aber gar nicht zu diesem eigenen. Also eigentlich müsste das ebenerdig sein. Warum sollte man das Klo als versetzen, wenn das eh schon in diesem Bus drin war? Das macht keinen Sinn. Komm zurück, Ronan. Ach, der ist schon wieder. dann würde ich mir quasi das dann doch noch mal näher ansehen, ob ich da irgendeinen Übergang entdecke, irgendwas. Das ja, mit den vielen Erfolgen siehst du da tatsächlich, dass da irgendwie wahrscheinlich kann man aus dem Klo heraus irgendwo, da muss es irgendeinen Mechanismus geben und dann irgendwie so eine Klappe zu öffnen nach unten oder sowas. Aber da sitzt jetzt halt die Tussi noch mit ausgestreckten Armen. Erstmal aus dem Klo schmeißen. dann zieh ich die erstmal hoch. ich stell dir mal jemanden vor, Schätzchen. Ja, voll cool. Dreier. dann würde ich sie quasi im Gedränge einem besonders irgendeinen Typ in die Arme drücken, der da quasi an uns sich vorbeischieben würde und sie vielleicht einfach kurz angafft. Mhm. Würde ich so sagen, hier, Jack. Ja. ja, läuft. Entsorgt die Dame. Danke. Und dann. Boah, ich habe schon Übles geahnt. Dann komme ich halt auf euch zu und das Gesicht ist absolut ernst. Mhm. Auf Diego und Vijao. Und man arbeitet. Was ist los? Was ist schlecht? Irgendwas stimmt mit dem Bus nicht. Ja, ist richtig. Der Bus sollte ebenerdig sein. Der Tequila schmeckt scheiße. Der Tequila schmeckt nicht nur scheiße, der Tequila ist auch noch mit Dingen versetzt. Genau. Ja, zwischen euch drängt sich so ein Typ. Was, Tequila ist voll geil! Tequila! Ja! Es scheint so, als wäre unter Ich drück ihm meinen Tequila in die Hand, damit er abhaut. Jetzt ja auch noch ein! Geht sofort, ja, kein Ding. Es scheint so, als würde sich unter dem Klo noch etwas anderes befinden. Vielleicht von der Größe, wo man etwas aufbewahren könnte oder jemanden aufbewahren könnte. Oh. Wer von euch würde denn von seinem Charakter sagen, dass sie so ein bisschen feinfühlig sind? Boah. Ja, nicht? Ja, dich hole ich gleich ab. Jelly ist feinfühlig, dann mach Jelly mal ein vielleicht Resolve und Awareness mal. Sitzt da gerade in diesem Kissenberg da mit den Typen, schlägt den vielleicht noch ein bisschen ab.
Ja, ich bin ganz zärtlich. Resolve und Awareness. Aber du hast ja von dem getrunken, ne? Möchtest du auch da Blutalchemie vielleicht machen? Ja, probieren kann ich es ja immer mal. Ja, mach erstmal das andere. Ja, erstmal Resolve und Awareness. Ups, das war falsch. So. Ja, das sieht doch gut aus. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Erfolge. Ja. Was immer abgeht, ich krieg's mit. Jenny merkt, dass der Bus auf jeden Fall schneller fährt. Also du seid da jetzt relativ langsam losgefahren, jetzt der fährt sehr schnell gerade. Kann ja nicht rausgucken so, das heißt, du merkst das nur an der Vibration des und an diesem Geräusch, was trotzdem durch die Musik und so noch durchdringt. Vielleicht filterst du das Motorengeräusch gerade raus oder so. Okay, dann mache ich jetzt erst ein Blood Potency, bevor ich was anderes tue. Alchemie meine ich. Ja. Das wären 2 Erfolge. Wahrscheinlich nichts. Nee. Aus dem Kerl war nichts rauszukriegen. Genau. Naja. Bei vampirischem Blut wär's cooler. mein persönliches Motto lautet ja Adapt, Improvise, Overcome, Survive. Und wenn ich merke, dass der Bus schneller fährt und es ist ein Partybus, das heißt, er sollte eigentlich Schrittgeschwindigkeit maximal ein bisschen schneller fahren und wir jetzt halt deutlich Schnelligkeit fahren, dann ist mein erster Reflex tatsächlich, ob irgendwie so eine Dachausstiegsluke hat. Einfach nur, damit ich einen Fluchtweg habe für den Fall der Fälle. In der Tat gibt es hier keine Dachluke. Zumindest kannst du keine sehen. Okay, was ist mit den Fenstern? Die sind halt zugebaut. Also es sind auch keine verdunkelten Fenster oder so, die sind halt komplett zugebaut, wirklich. Mit so einem, wie nennt man das? Holz, dünnem Holz halt verkleidet. Da sind halt Sachen dran irgendwie, ne? Irgendwie so, jetzt oben in der Chillout Lounge so zum Beispiel Fernseher dran und so. Oder dann irgendwelches Clips laufen. Oder irgendwelche Lichter eingebaut. Okay. Und jetzt, wo du es überlegst, irgendwie hier oben hätte man ja echt mal ein Fenster lassen können. Aber hier sind alles zu hier oben. Was ist mit unten? Konnte man daraus sehen? An der Eingangstür, wenn die nicht, also nicht mit so schwarzer Folie überklebt gewesen wäre. Okay, scheiße. Überall kann man nicht rausgucken. Ja, das beunruhigt mich sehr. Das heißt, ich begebe mich wieder nach unten. Ich brauche jetzt dringend einen Fluchtweg. Ja, Tequila! Wenn ich eins gelernt habe von meinen Jahren auf der Straße, ist es am besten eigentlich, ist 2 Fluchtwege zu haben. Ja, da schiebt sich so ein Pärchen an dir vorbei, irgendwie so eine Tussi mit so einem Blick. Und, hey, Jack! Ich heiß gar nicht Jack, aber komm trotzdem mit. Ach, junge Liebe, wenn ich das doch nochmal erleben dürfte. Ja. Oder überhaupt. Aber ja, ich habe gerade andere Probleme. Mhm. Und dann kommt Jelly halt wieder nach unten und bleibt dann so ein bisschen auf dem Absatz stehen und schaut sich sehr argwöhnisch im Bus um und sucht irgendwas, was sie vielleicht als Fluchtweg gebrauchen könnte. Zweite Tür oder... Der Weg nach vorne zum Fahrer her ist halt auch zugebaut. Die Seiten sind alle zu. Das Einzige, was dir jetzt einfällt, ist die Tür nach hinten, halt wo ihr eingestiegen seid. Wenn du dich da hindurch gehst, dann siehst du halt auch, die ist halt geschlossen und halt mit so einer schwarzer Folie abgeklebt. Kannst du auch nicht rausgucken. Das gefällt mir nicht. Ist auch irgendwie nicht wirklich feuersicher oder so, wenn jetzt hier ein Feuer ausbricht. Ja, ja. Das ist ein fahrendes Gefängnis.
Ja. Scheiße. Ein fahrender Backofen. Und dementsprechend werde ich jetzt unruhig. Mhm. Kann ich gar nicht haben. Ja. Fuck. Sehen wir sie, beziehungsweise sehe ich sie wieder? Wenn du drauf achten möchtest. Ja, also. Also sie ist ja jetzt nicht unauffällig und ihr habt ja eine Vergangenheit zusammen, ja. Wartet mal hier. Vielleicht könnt ihr mal drauf achten. Echt hartnäckig, ne? Ob sich irgendwas verändert. Ups. Die ist aber auch eine Schnecke. Dann stratzt Ronan rüber. Joao, der hat doch gerade erst getrunken. Er kann echt nimmer satt, der Kerl. Ja. Der stratzt offen direkt auf dich zu. Allerdings die Hände tatsächlich von der Knarre entfernt oder von sonst was, wirklich so in so einer Hey. Ja, du bist cool, ich bin cool, wir sind alle cool, Geste. Als sind wir das. Ich bin nicht cool. So. Und das hoffe ich zu, aber bleibt, also geht nicht, stellt sich nicht direkt vor dich, sondern bleibt so 2-3 Meter vor dir stehen. Mhm. Verbaut ja auch nicht den Weg. Ja. Schauen wir das sehr gespannt an. Also es ist so in dieser Ecke, wo es halt Richtung Ausgangstür geht, da wo auch das Klo ist auf der anderen Seite, ne? Ich würde mal darauf achten, ob man bei dem Barkeeper irgendwie eine Art Muster sieht, in welchen Abständen er das ausschenkt, also diese speziellen Drinks und ob der unter Umständen mal diese Position verlässt, beziehungsweise ob irgendjemand dazukommt, der Nachschub bringt. Macht mal einen Wits und Insight-Wurf. Oh, da kannst du das so richtig gut Insight, ne? Wo steht das? Moment. Insight ist bei Skills in der Mitte. Ah, da. Sind dann 6, sehe ich das richtig? Ja. Ich will jetzt nicht zwischenfunken, so macht ihr eben erstmal. Ein gutes Zeichen, dass alle was machen wollen. Außer Joao, der ist gerade ein bisschen. Ich gucke erstmal. Wenn es irgendwen zu verprügeln gibt, dann kommt wieder. Dann gibt's aufs Maul. Na, er hat sich ja an dem Mädel schon mehrfach die Zähne ausgebissen und er versucht es immer noch. Da muss irgendwas dran sein. Da hast du aber Glück, dass der eine Erfolg noch dabei ist. Ja. Du hast Hunger 3, ne? Moment. Du hast nicht getrunken inzwischen, ne? Ja, richtig. Das heißt, du hast Hunger 3. Du könntest einen Willpower-Punkt ausgeben, um 2 Würfel neu zu würfeln. Oh. Ja, ich glaube, das mache ich mal. Mhm. Also die 1 und die 2 wieder neu würfeln. Den Erfolg behältst du natürlich. Denke ich mal. Ja, schon. Ja, guck mal, ist noch ein Erfolg mehr. Ja. Ja, das heißt, Diego wird tatsächlich so eine Art Muster irgendwie rauskriegen. Irgendwie der Barkeeper versucht tatsächlich irgendwie darauf zu achten, dass irgendwie jeder Typ, der hier irgendwie im Raum ist, irgendwann mal so einen Shot kriegt. Und deswegen stellt er auch Joao irgendwie gerade eben jetzt gerade so ein Ding wieder hin. Und zwar eins, was gefüllt ist, weil Joao hat ja noch nichts getrunken. Und schaut den so ein bisschen auffordernd an und macht so, ey, umsonst saufen! Also im Endeffekt versuchen sie letzten Endes nur alle Leute mit dem Vampirblut abzufüllen. Ja. Aber so Nachschub bekommen wir aktuell nicht. Nee. Oder irgendwie sowas in der Richtung. Nee. Stimmt. Der hat da genug, der ist halt so eine, ja, in so eine Art Zapfanlage halt. Mhm. Oh, ja, ich kann mir schon vorstellen, wo der Zapfen hinführt. Ja. Also steht da ja noch. Also mit dem, ne, so wirklich dieses. Pass auf.
Ich komme jetzt ein Stück näher. Ich werde dir nichts tun. Ach ja? Ja. Er kommt einen Schritt näher, die Hände immer noch so. Also jetzt breitet er die so ein bisschen, hey, ne, aus. Was willst du, Creep? Ich glaube, du und wir sind in Gefahr. Und zwar in deutlicher Gefahr. Pass auf, ich weiß, was du bist. Ich habe den beiden anderen davon nichts gesagt. Sie weiß selber nicht, was sie ist. Ja, genau. Du siehst im ersten Moment so, wie sie leicht blass wird und dann so, warte, du weißt, was ich bin? Wieso weißt du, was ich bin? Wieso weiß ich nicht, was ich bin? What the fuck? Ehrlich. So langsam wird sie halt so, sie ist ja eh so ein bisschen angespannt und dann so, boah, ey. Wenn wir hier... Pass auf, ich mache dir einen Vorschlag. Wir arbeiten zusammen. Du hilfst uns dabei, diese Sache hier irgendwie klar zu kriegen. Und wenn wir das hier alle heil überstehen, erzähle ich dir was über dich. Und wer sagt, dass ich dir vertrauen kann? Dein Instinkt. Er lächelt so ein bisschen. Das wirkt tatsächlich diesmal ehrlich und ohne Einschüchterung. Also er versucht menschlich zu lächeln. Ich habe immerhin eine hohe Menschlichkeit. Pass auf, ganz kurz zusammengefasst. Irgendjemand füllt solche wie uns in Gläser und verkauft die an die Menschen hier. Damit die irgendwie völlig abdrehen, überdrehen, aufdrehen. Ja, die Stimmung wird auch im Saal immer viel krasser. Und irgendwo hier ist ein Versteck. Ich nehme an, irgendwo unter den Toiletten. Irgendwo muss ein Zugang sein. Menschen verschwinden, solche wie wir verschwinden. Besonders solche, die nicht vermisst werden, aber auch andere. Also, keine Ahnung, was ihr wollt, aber ich will... Dieses Ding ist ein Sarg, falls euch das noch nicht aufgefallen ist. Und zwar im wörtlichen Sinne. Ja, aber irgendwas steckt dahinter. Und so kommen wir hier nicht raus. Wir müssen wissen... Die Vertäfelung durchbrechen, Fenster ausschlagen und rausspringen. Ich bin nicht der Hulk. Ja, aber du hast Kumpel. Sie schiebt mal so rüber zu... Mister, ich bin sehr interessiert an dem, was ihr da besprecht. Das heben wir uns auf, wenn es nötig wird. Aber die Menschen hier sind letztlich auch Opfer. Unser Blut macht verteufelt süchtig. Und sie wollen davon immer mehr und immer mehr und immer mehr. Bis sie das ist schlimmer als welche, die auf Heroin sind. Ja, du siehst, wie sie sich so ein bisschen über die Lippen leckt, so. Hast du was vom doppelten Boden erzählt? Vermutlich, ja. Wo? Irgendwo bei den Toiletten. Irgendwo da muss ein Zugang sein. Vielleicht eine Geheimtür, ein doppelter Boden, irgendwie sowas. Ja, dann, mein Freund, ist heute dein Glückstag. Und klopft dir so heute so vorbeigehen auf die Schulter. Also... Haben wir einen Deal? Ja, mittlerweile merkt Jelly das auf jeden Fall, dass der Bus noch schneller fährt. Also mittlerweile müssen das Ronan und Drow und Diego eigentlich mit ihren vampirischen Instinkten auf jeden Fall auch mitbekommen. Da ist aber jemand eilig. Wir werden uns irgendwo hinkarren. Ja, und dann... Scheiße, wir müssen uns beeilen. Werden wir Bierfässer? Ich glaube, ich habe da ganz gute Karten, nicht drin zu landen. Aber ja, wir haben einen Deal. Ich will hier raus. Gut. Also komm mit. Ja, komm ich mit. Ja. Er kommt mit ihr zu euch. Ja.
Also er geht vor, macht dann so eine Jaus-Richtung. Ja. Der Barkeeper schaut inzwischen ein bisschen verdächtig auf Joao, weil das da nichts von dem Tequila trinkt. Wow, trink Tequila. Lieber Biermann! Oh. Hey, weißt du, was gut ist? Keiner muss heute fahren! One-Way-Ticket in die Hölle. Hey Leute, das ist Jelly. Jelly kennt ihr ja. Jelly, Leute, wir helfen einander. Geht. Oh, es sind ein Klüngel, sie helfen einander. Ich glaube, das Klüngel, von dem jeder erfahren dürfte. Zumindest zu Hause nicht, ja. Hm. Ja. Jelly guckt sehr, sehr misstrauisch in die Runde. Also die versucht jetzt gerade tatsächlich so abzuscannen, so nach dem Motto, okay, warte, der atmet auch nicht. Und der atmet auch nicht. Oh Gott. Ah, ich bin Diego. Diego, oh Gott. Diego sieht sehr gut aus. Man kennt mich. Ja. Der Ex-Cop hier hat gesagt, ihr braucht Hilfe. Ja. Ich schaue den Ex-Cop an. Gut möglich, denn der Ex-Cop erzählt uns auch noch nicht alles. Ach so. Sie ist ein Kaltiff. Okay. Ich nehme mir random irgendeinen der Drinks, die vor Direx stehen. Was noch nicht mal wirklich gelogen ist. Wie viele stehen vor ihm eigentlich? Einer nur. Den einen habe ich weggegeben, da steht nur noch der rosafarbene Tequila. Ja, den hat Jelly jetzt gerade und einem runter, oder was? Wenn mich keiner aufhält. Den lieber nicht trinken. Darf ich mal? Oh, geiles Zeug, Mann. Ich drehe ihm so meinen Rücken zu. Ja. Was euch jetzt auf jeden Fall auffallen kann, ist, dass irgendwie ist, also während ihr euch ja so unterhaltet inzwischen, es wirkt so ein bisschen so, als ob um euch herum so die Menge, das ist ja, ihr seid ja mitten in diesem Bass, wo man und in diesem tanzenden Leuten drin. Ja. Die Leute scheinen irgendwie, es wirkt ein bisschen so, als ob ihr vier, die ihr euch jetzt da gerade vernünftig unterhaltet, in so einer Zeitblase wärt. Um euch herum alles unglaublich schnell wird. Die Leute tanzen unglaublich schnell, intensiv. Keiner versucht, sich irgendwie vernünftig zu unterhalten. Die sind wie in Ekstase und zwar richtig schnell, teilweise auch aggressiv. Die Leute rempeln euch öfter an und so. Leute, es wird immer mehr getrunken, ja. Die ersten fallen schon so an der Seite übereinander, also die fallen halt, ne, übereinander her und verlustieren sich. Egal, was hier abgeht, wir sollten es möglichst schnell beenden. Deswegen, ihr scheint die einzigen vier mit dem Barkeeper vielleicht, die in fünf zu sein, die hier noch halbwegs, also die nicht nur halbwegs, sondern die noch normal sind. Gut, wir brauchen einen Zugang und im Zweifelsfall... Die Vampire sind normal. Ciao, schlägst du uns vielleicht ein Loch in den Bus? Kannst du sowas? Ich kann's versuchen. Aber erstmal sollten wir gucken, dass wir dieses komische Versteck finden. Solange die Leute nicht noch in Raserei geraten. Ja, drehst dich um und dann ist inzwischen so einer vor, die so... Ah! So eine total, also eigentlich sollte das so ein Party, yeah, sein, aber der sieht so seine Gesichtszüge sind ihm so total entgleist. Er sieht nicht so ganz gesund aus. Hey. Ja, dann ist er halt auch schon wieder verschwunden, so, ne? Wie gesagt, das funktioniert sehr intensiv, schnell, ne? Es ist, wie gesagt, als, ja.
Shit, 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 die geraten nachher an in Raserei. Ja, ja, schnell, Zusammenfassung jetzt, komm. Gut. Was brauchst du? Wir müssen diesen Zugang finden und gucken. Ich will herausfinden, was das hier ist. Ob die hier wirklich wen gelagert haben. Die Toilette, sagst du? Irgendwo da, ja. Und da müssen wir den Bus zum Halten kriegen. Wenn wir keinen Zugang finden, machen wir uns einen. Ja, zwei, von mir aus, zwei Mädels klammern sich gerade an Diego dran. Diego! Oh, und reißen dich förmlich irgendwie. Liebe mich! Genau, liebe mich, Diego, liebe mich! Ich würde dann mal zur Toilette gehen. Mhm. Ich bin aber weg. Du musst durch die Tanzenden durch. Die Leute befummeln und begrapschen und schubsen und. Ja, also das ist alles sehr enthemmt hier gerade. Ist nach 22. Ich würde mal gucken, dass sie. Sieht ja dann aus, als ob das irgendwie mit Holz nochmal erhöht worden ist, hattest du gesagt, ne? Ja. Dann würde ich da eine minimal schwächere Stelle im Holz mir rauspicken und da dann einmal mit aller Kraft gegenschlagen. Ja. Da würde ich sogar das Tier für reizen. Ja, du bist ja noch bei Blatt 2, ne? Ich kann. Du hast heute noch nicht getrunken. Ich kann das ja noch. Mhm. Alle können das noch. Solange ihr nicht auf Hunger 4 seid, könnt ihr das alle noch. Auf Hunger 5 meine ich. Auf 5 kann man das nicht mehr. Ja, der Hunger steigt. Und die Leute riechen echt gut hier gerade. Oh, es ist schwierig. Was würfel ich da dann? Strength und Brawl? Noch, ja, also wenn du dagegen schlägst, mach mal, ja, mach mal Strength und Brawl, ja. Also dann insgesamt 9 Würfel. Alter Schwede. 9? Hab ich mich. Du hast Strength 4, aber gepusht auf 5 plus. Ah ne, Brawl, genau, dann sind es 8 Würfel, ja. Ja. Sind. Entschuldigung. Aber nur 3 Erfolge. Das heißt, selbst mit der übernatürlichen Stärke, also du haust da sicher eine Delle rein, wirst dir aber auch eine blutige Faust holen. Und es wird folgendes, es wird folgendes passieren, du stehst da, haust dagegen, das Ding reißt halt so ein bisschen ein. Und du hast halt eine blutige Faust. In dem Moment kommt jemand aus diesem Klo raus, sieht dich, schaut auf deine Faust und stürzt sich auf dich. Wow. Und versucht an deiner Faust zu nuckeln. Wie möchtest du reagieren? Ich würde den mit aller Kraft versuchen, von mir abzuhalten. Ja, mach nochmal Strength und Brawl. Du hast ja Haltegriff als nochmal als Spezialität, das heißt, du kriegst nochmal einen extra Würfel, um den so zu Boden zu wresteln. Bloß nicht umbringen, bitte, wenn es geht, nicht umbringen. Dann habt ihr ein echtes Problem. Also ihr habt sowieso schon ein Problem. Ja, 2 Erfolge. Ich würfel mal dagegen. Murphys Gesetz, was passieren wird, wird passieren. Möglich ist, wird passieren. Das sind 3 Erfolge. Das heißt, er ist momentan stärker als du. Und er versucht dich auch nicht festzuhalten oder so. Dass sein einziges Ziel ist einfach, das Blut, was du an deiner Faust hast, erst irgendwie abzulecken. Ja, die anderen sehen das. Außer Diego, der ist gerade beschäftigt, weil da zwei Mädels an ihm hängen und an ihm herumreißen, das T-Shirt so halb zerrissen haben schon. Die werden auch Anzüge, wow. Die grapschen dir überall hin, wo es, Ja, versuch die mal mitzunehmen. Wow, beruhig dich, Tequila gibt's da hinten. Und ich ring so ein bisschen mit ihm. Mhm. Ja.
Ich muss da jetzt mal rüber, glaube ich, zu dem guten... Ich muss da jetzt mal alle... Diego wird gerade... Bist du lecker! Ich nehme währenddessen die Toilette vor. Es ist mir zu verstörend. Also wirklich verstörend. Ja, da ist Joao gerade ja mit dem Typen zugange. Ja, ihr seht halt auch, dass ich sichtlich mit ihm am Struggeln bin und ihr würdet das bei meiner Statur eigentlich nicht erwarten. Ja, der Typ ist sehr, sehr, der ist eigentlich nur so ein Hämpfling, aber der scheint unglaublich stark zu sein auf einmal. Hey. Und scheint es mit Joao und seinem großen Oberarm mit aufhellen zu können. Ja, Diego versucht, die Mädels mitzunehmen, aber ich glaube, die ziehen und drängen eher so die an dir. Die nehmen wahrscheinlich eher mich mit. Mhm. Ja, also wenn du nichts dagegen machst, auf jeden Fall. Ich sehe eine Chance. Drücken dich in irgendeine Ecke, irgendwie an die Wand, und dann, ja, grapschen die an dir rum. Läuft. Genieß die Show. Ja, Diego ist raus, sehr gut. Den finden wir gleich in Stücken irgendwo. Bitte nicht. Oder Stücke, ein Stück. Kann man da irgendwo sehen, was er da durchgeschlagen hat? Also sieht man. Er hat halt so einen Crack da reingeschlagen. Also das ist nicht völlig auf, aber er hat halt, ne, als wenn du stark gegen so eine dünne Holzwand schlägst, dann kannst du auch, ne? Also du hast da kein richtiges Loch drin, sondern so ein Knack. Dafür hat er leider nicht genug Erfolge, um das da komplett durchzubrechen. Könnte man den Typ K.O. schlagen, indem man dem die Knarre über den Schädel zieht? Klar. Dann tue ich das. Ja. Der kriegt ja gerade nichts mit, wenn er da an der Faust nuckelt. Mhm. Ich hoffe nur, er nuckelt nicht zu viel. Sonst hat er nachher Fortitude oder sowas. Ja, dann Strength und Brawl. Yippie-yay. Da bin ich ja Bombe drin. Oh, zwei Erfolge. Und haust ihm so mit voller Kraft so dieses Ding über den Schädel und Joao und über dir wird schlaff. So der Mund rutscht noch so an deiner Faust ab. Schieb ihn so mit der einen Hand weg und schüttel dann erstmal meine Faust. Das ist widerlich. Ja, aber es riecht leider verflucht gut hier. Winzelt so zwei, dreimal. Ja. Merkt dann so selbst, dass sie so ein bisschen. Es liegt auch inzwischen echt so ein echt krasser Blutgeruch in der Luft. Also, dann sieht man Ron, der schüttelt wirklich so zwei, dreimal den Kopf kurz, werden so die Zähne sichtbar, dass er so tief inhaliert, fast schon gegen seinen Willen. Und dann wird er sich scheinbar wieder im Griff. Wenn das so weitergeht, haben wir alle ein Problem. Ich als Einbruchsexpertin würde mich mal auf die Suche nach einem versteckten Mechanismus begeben. Mhm. Ja, dann mach mal Larceny und Intelligence. Larceny und Intelligence. Mhm. Kann ich nicht Stealth nehmen? Du willst dich ja gerade nicht verstecken, sondern du willst ja was aufdecken. Na, ich suche ja was Verstecktes. Wir haben gerade wieder ähnliche Fähigkeiten. Nee. Zum Teil. Intelligence, oh Gott. Kann nur gut werden. Ja, ein Erfolg. Ja. Mit einem Erfolg wirst du hier aber keinen Mechanismus finden. Kann ich Erfolge sammeln? Oder könnte ich sie unterstützen, jetzt wo ich ein bisschen Ruhe habe? Ja, mach mal. Mal so. Also ich könnte auch Craft anbieten, so von wegen Mechanismen. Ja.
Was ist das? Ronan mal Intelligence und Larceny? Intelligence und Larceny. Ohne Spezialisierung nehme ich an, ne? Welche hast du denn da? Lockpicking. Nee. Na, vielleicht gleich. Ja, während du das da machst, kriegt Diego auf jeden Fall gerade echt, also die reißen inzwischen dir auch so mit den langen Fingernägeln, die sie haben, so an dir rum und kratzen so über deine Haut. Das ist immer. Zwei Erfolge. Ja. Dann macht Jelly, mach du doch nochmal Intelligence und Craft. Plus zwei Würfel, weil der Rerion dich gerade unterstützt. Okay. Da würde ich. Kann ich einbrechen als Spezialisierung mitnehmen? Oder ja, nicht? Nimm mit. Okay, dann plus drei Würfel. Du warst doch mal Einbrecher. Wo würdest du einen Mechanismus verstecken? Eins, zwei, drei. Ja, du findest tatsächlich einen Mechanismus, ja. Ja. Dann wird er sagen, du warst doch mal Einbrecher. Wo würdest du einen Mechanismus verstecken? Dann greife ich so einmal über dich drüber. Hier, klick. Ja, es dauert allerdings eine ganze Zeit lang, bis wie dir euch da irgendwie. Joao guckt dem Ganzen zu und siehst vielleicht rüber zu Diego und der hat gerade momentan echt Probleme. Da sind jetzt nämlich noch ein Mann und eine Frau noch dazugekommen. Oh Gott! Die haben ihn echt so an die Wand gedrängt, haben ihm das T-Shirt vom Leib gerissen und ja. Die Hose hängt auch so auf halb acht inzwischen schon. Ronan, wir haben, glaube ich, ein großes Problem. Vielleicht kannst du das Ganze sieht in dem ganzen Raum auch nicht unbedingt viel besser aus, weil die Leute sind echt, die fallen übereinander her und reißen sich gegenseitig alles Mögliche, auch offene Wunden. Und ich glaube, wir haben was gefunden. Kannst du versuchen, ihm ein bisschen die Verehrer vom Leib zu halten? Ich versuche mich dahin zu bewegen. Bring niemanden um. Ich hoffe, das funktioniert. Bring niemanden um. Ja, zwischen dir und Diego sind halt die ganzen Leute. Kann ich in dem Eifer des Gefechts versuchen, einen anzuzapfen? Klar. Ja, bring doch der Blut ins Spiel. Ja. Sicher? Mach mal auf Hunger 5. Dann ist es echt der Partybus. Ja. Also da musst du nicht, also vielleicht machen wir mal Dexterity Brawl. Das ist eher die Frage, wer jetzt von wem her trinkt. Also 3. Zwei Erfolge, ja. Dann schaffst du das irgendwie da von einem Herren oder einer der drei Damen etwas zu trinken. Ja, eine der Damen. Ja, möchtest du einen oder möchtest du zwei Punkte trinken oder sogar mehr? Trinke ich damit einen komplett aus oder wie sieht das aus? Kannst maximal zwei Punkte. Wenn du mehr trinkst, dann tötest du die. Dann würde ich nur zwei Punkte nehmen. Ja, zwei Hunger weg. Ja, die lassen das wohlwollend über sich ergehen. Ja. Ich würde über so eine diese provisorische Bar, die da ist, mal so auf die Bar springen, so ein bisschen darüber. So über alle möglichen Umwege, um möglichst vielen Menschen zu umgehen, mich dann zu Diego bewegen. Mhm. Ja, mach mal Dexterity und Stealth. Hilft mir meine passive Cat's Grace da? Ja. Automatically passes any Dexterity or Athletic-based roll. Kein Ding, genau. Kannst du ohne Test automatisch drüber wie eine Katze schlängelst du dich irgendwie an den Leuten vorbei und kommst zu Diego bevor wir das weiter beschreiben, Joao bei Diego ist vielleicht den ersten schon mal von ihm so wegzerrt
Jelly gerade die Geheimtür geöffnet hat und Ronan so irgendwie versucht, so den ersten Blick zu kriegen, gehen wir als Betrachter aus dem Bus heraus, der mit wahnsinniger Geschwindigkeit mit 80 Miles per Hour längst schon die mexikanische Grenze zu USA überfahren hat und gerade an einem Ortsschild vorbeifährt, auf dem kein Name steht. Oh! Nein! Weg! Ja. Weil wir müssen jetzt Schluss machen. Es ist wahrscheinlich dann doch kein richtiger One-Shot geworden. Schafft das manchmal nicht. Aber gut, mal gucken, ob wir das irgendwann irgendwie mal fortsetzen oder das einfach dabei belassen. Vielleicht tauchen auch die vier Gestalten irgendwie mal irgendwo anders nochmal auf. Mal gucken, wie wir das irgendwie hinkriegen. Auf jeden Fall hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Das war sehr, sehr ulkig. Und, ich erwarte jetzt in der nächsten Folge das Easter Egg eines rasenden Partybusses. Übrigens, es fahren auch mehrere Polizeiwagen, die richtigen Partybusse, hinter dem Bus her und jagen ihn quasi. Wahrscheinlich irgendwelchen Grenzer oder so. Auf jeden Fall gibt es drin und wie draußen gerade Probleme. Und danke, dass ihr mitgespielt habt. Danke, dass ihr zu draußen zugeguckt habt. Feder muss jetzt gleich ganz schnell weg und andere Leute auch. Deswegen machen wir gar keine große Sache jetzt draus. Ich bedanke mich nur noch mal weise auf den Nordpol hin, wo die ganze Sache ist. Da steht's, nordpolforum.de. Da gibt's noch viel mehr von diesen Streams und auch der Spring Break ist zu erwähnen. Schaut da einfach mal vorbei. Und wann es weitergeht mit irgendwelchen Donnerstag geht's bei mir weiter mit einer neuen Runde Engel. Ja, wenn ihr dazu Lust habt. Und ansonsten sagen wir den Segen der Nacht nach da draußen, ohne jetzt großartig rumzulabern, und tschüss. 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 Ja. War doch lustig. Ja. Ja. Ich verstehe, warum du die Vorfrage